Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem herrlichen Tag, irgendwo in der Mitte der Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht weiter mit Satisfactory natürlich. Und wir haben natürlich wieder Großes vor. Allerdings heute ein bisschen chaotisch. Nils lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ich war gerade auch wieder im Bahnchaos gefangen, aber das tut natürlich dem Forscherdrang keinen Abbruch. Ist ja klar. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Haben wir noch ein bisschen Zeit, uns ein bisschen kennenzulernen, bevor man hier direkt in die maschinelle Massenindustrie einsteigt? Ist doch ganz nett. Bisschen dunkel, oder? Sollen wir noch ein bisschen ballern, oder was? So, Freunde. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hol mal Tee und Kekse, schreibt Knusperhexe. Sehr gut, das ist deinem Namen angemessen auf jeden Fall. Krümel da mal schön vor dich hin. Ein paar schöne Kekse. Ich sag mal so, ich will jetzt mal ehrlich mit euch sein. Nils und ich kriegen ja für Dark Souls manchmal hier so Sachen geschickt, so Süßigkeiten. Und die sind dann alle im Hängi. Und jetzt dachte ich mir, oh geil, wenn ich jetzt hier reinkomme, dann hole ich mir noch schön was aus dem Hängi. Und dann kann es losgehen. Jetzt komme ich hierher und da ist eine Aufzeichnung. Und ich habe wirklich gerade mit mir gerungen, ob ich in diese laufende Aufzeichnung reingehen soll und sage, sorry, ich will nur kurz Kekse holen, oder ob das nicht doch ein bisschen albern ist. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Das heißt, ich bin aktuell keksfrei. Also nur damit ihr es wisst, damit ihr jetzt auch meine Launen und Regungen in den nächsten Stunden einschätzen könnt. Keksfrei. Ja. Na ja. Snacks haben Priorität. Knusperhexe hin oder her. Ich verstehe das schon. Ja. Amon Ras, vielen Dank für den Sub. Es geht heute übrigens auch weiter mit World of Warcraft. Ja, die Drops sind aktiv. Ihr könnt heute bei mir Abend euren Drop-Bonus bekommen, falls ihr euren Twitch-Account mit Battle.net verbunden habt. Und ich weiß noch gar nicht, was ich mache, ehrlich gesagt. Ob ich ein bisschen mit dem Heiler weiterspiele, ob ich mir noch mit den Evoker ein bisschen angucke. Das Problem bei neuen Charakteren in WoW ist natürlich immer, dass man Namen braucht. Ja, das ist immer so, World of Warcraft ist immer so Hälfte der Zeit spielen, Hälfte der Zeit sich einen Namen für seinen Charakter ausdenken. Also da muss ich nochmal überlegen. Vielleicht fällt mir irgendwas Gutes ein jetzt im Laufe von Satisfactory. Irgendwie so Kupferinchen oder irgendwie sowas in der Ecke. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber irgendwas wird schon kommen. Sir Lox, danke für den Sub. Schön, dass du mit dabei seist. Würdest du dich in einem 1v1 in Gran Turismo 7 gegen Donny stellen? Ach, weiß ich nicht. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt und ich habe auch kein Lenkrad. Aber an sich hätte ich mal wieder Bock drauf. Es ist bei mir wirklich immer so kurz davor, dass ich sage, komm, ich hole mir ein Plastiklenkrad, ich starte nochmal so richtig durch, ich trete nochmal richtig aufs Gas, ne, im übertragenen Sinne, aber dann denke ich mir immer, doch, nee, komm, du bist eigentlich ein Akademiker, du bist doch eigentlich ein Romantiker, du bist ein Künstler, du hast noch so viele Bücher, die du lesen willst, du hast noch so viele Bilder, die du malen willst, du hast noch so viele Sinfonien, die du komponieren willst. Und dann denke ich mir, nee, ich bin doch eigentlich nicht so ein Motorsporttyp, der da irgendwie auf den Nürburgring da mit digitalen Felgen durch die Kurven wetzt. Nee, ich bin doch eigentlich ein Mann der Rilkes, Hegels und Kants. Und nicht irgendwie der Michelins und Marvolon und was auch immer, die da durch die Gegend brettern. Und dann rede ich mir wieder ein, nein, ich bin ein Mann von Kultur und nicht von Plastiklenkrädern. Und eine Stunde denke ich mir, später denke ich mir, naja, wird schon ein bisschen zocken gern, aber naja, so ist es nun mal. So ist es nun mal. Chaka Malaka, schönen Dank für den Sub, danke, dass du dabei bist, herzlich willkommen. Liege den ganzen Tag schon krank im Bett. Mein Highlight war heute der Ausflug zum Hausarzt. Bin froh, mit Schmerzmitteln was essen zu können. Jazzy, wir wünschen dir alle gute Besserung. Ich hoffe, du genießt auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Das wird schon wieder. Kann man das nicht verknüpfen? Rilke lesen, während man über den Nürburgring brettert. Ja, Audiobücher halt, ne? Also ich weiß gar nicht, was die Formel-1-Fahrer da so hören, während man fährt. Weil ich kenne Autofahren immer nur mit Musik. Also ich habe immer schön Autoradio an, immer schön Crocodile Soldier, schön tiefer gelegt durch die Innenstadt hier, Hafen City, das ist eigentlich mein Vibe. Aber ich weiß gar nicht, es ist eh die Frage, ob die das machen dürfen. Ich denke es mir auch bei E-Sportlern oder so. Dürften die Musik hören nebenbei? Darf man das? Oder so Volleyballspieler? Kann man denen verbieten, irgendwie schön noch irgendwie drei Fragezeichen auf dem Ohr zu haben während dem Aufschlag? Ich weiß es nicht, was es da für Regeln gibt. Ob das mal jemand probiert hat oder ob das einfach generell nicht gemacht wird. Dass niemand mal probiert. Es ist ja oft so, dass du jemanden brauchst, der es probiert, damit es erst verboten werden kann. Ich muss kurz mein Ladekabel anschließen. Ich
räume hier kurz auf. Irgendjemand war hier drin und hat mir den ganzen Müll hier wie so eine wütende Mutter auf den Stuhl gelegt. So, kümmer du dich mal drum. Weiß nicht, wer es war. Aber das hab ich ja eigentlich gar nicht gern, wenn mir andere Leute hier in meinem Studio rumrumoren hier, um ganz ehrlich zu sein. Na gut. Hörst du bei deinen Warcraft-Liga-Spielen auch Musik? Ich habe meine Zeit lang Musik gehört, aber hier kriege ich das, glaube ich, rein technisch nicht hin, dass ich die Musik höre, der Stream aber nicht. Und ansonsten habe ich Copyright-Klagen und dann werde ich, während ich hier schön Tower Rush auf Autumn Isles, werde ich schön weggegamert. Da habe ich auch keine Lust drauf. Man darf seinem Gegner auch nicht zu viel Angriffsfläche geben, dass der dann am Ende sagt, ja, ich verklag dich jetzt bei der GEMA oder so, nur weil er hier meinem Hero Rush nicht standhält. Ich kenne mich aus mit Warcraft. Freue mich auf die neue Session und viel elegant gebaute Fließbänder. Freut mich auch. Chris aus Mannheim. Liebe Grüße nach Mannheim an der Stelle. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich glaube, wir werden heute einige Erfolge feiern können. Das auf jeden Fall. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich brauche allerdings... Oh, das können wir gleich schon mal machen. Ich brauche eigentlich ein schönes Farbschema für den Würfel. Ich habe ja einen Würfel gebaut. Und da hätte ich gerne ein schönes Farbschema. Und zwar, warte mal, da gibt's doch so Webseiten, ne? Warte mal, wie ist das denn? Diese Adobe, genau, Adobe Farbschema, Farbpalette. Und zwar, ich hätte Lust auf so ein schönes herbstliches Rot. Weil ich habe das ja so ein bisschen in der Baumkrone gebaut. Und da glaube ich, wäre so ein schönes... Herbstrot. Warte mal. Autumn Red. Ach gut, ist das schön. Das ist doch herrlich. Das ist doch eine herrliche Farbe. Ja. Ich glaube, in der Ecke waren wir schon mal irgendwo, ne? So ein schönes Herbst. So ein schönes Herbstrot. Ich habe ja immer gerne zwei Farben. Also ich finde, die Farben müssen auch nicht immer so weit entfernt liegen. Also man kann ja auch mal hier so ein Bordeaux-Rot und dann hier so ein Pink oder so. Oh, das gefällt mir auch gut. Dieses Hellblau-Braun finde ich, ist auch eine schöne Kombination. Hellblau-Braun? Ist das auch ein Rot oder wie? Ja, hellblau ist halt, wenn es im Himmel ist, so ein bisschen blöd, ne? Dann kann man es nicht sehen. Ja, sowas? Ja, aber womit kombiniert man so ein Bordeaux-Rot, ist halt dann die Frage, ne? Ich finde dieses hell... Ja, das Blau. Oder halt mal wirklich schwarz-weiß. Hier, guck mal, rot-weiß-schwarz ist auch eine schöne Kombination. Das hat mein Opa auch immer getragen. Das kannst du hier schön... Ah, das ist so ein bisschen zu knallig. Das ist ein bisschen zu knallig. Autumn Red. Irgendwann werde ich Autumn falsch schreiben. Hundertprozentig. Eines Tages. Ah, oder sind sie schon, die beiden? Ich stoße mal dazu. Hallo, ja. Ihr Lieben. Ach, da ist Florentin. Ja, da bin ich doch. Hallo, schön, dass du da bist, Nils, Mensch. Schön, dass du auch da bist, dass ihr da seid. Ich habe mich gerade gefragt, warum wir Menschen eigentlich Tiere so viel freundlicher begrüßen als Erwachsene, andere Menschen. Weil, was tun wir das? Naja, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hund wärst, dann würde ich sagen, oh, guck mal, das ist aber so schön, dass du da bist. So, warum können sich Erwachsene nicht auch so begrüßen? Ja gut, aber wenn ich eine Fliege bin, Nils, dann begrüßt du mich nicht so freundlich. Das stimmt. Das stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Aber die Fliege würde mich gar nicht wahrnehmen als... Oh doch, die nimmt dich wahr. Ja, also ich will nicht zu nahe treten, aber eine Fliege würde dich schon wahrnehmen. Also ja, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sieht sie mich als Nahrungsquelle oder sie sieht mich als Gefahr. So. Aber mehr hat sie nicht. Aber wenn du an Tier denkst, denkst du wahrscheinlich direkt an die Tiere, die extra so gezüchtet wurden, dass wir Menschen sie mögen. Wie Hunde oder alle Tiere, mit denen wir uns so umgeben. Ich glaube, so wirklich echte, unberührte Tiere, wie irgendwie so ein Giftleguan oder ein Spritzfisch, mit dem willst du gar nichts zu tun haben. Naja, aber ist das nicht genau auch Ausdruck dieses Bedürfnisses, wenn wir das zwischen uns Menschen nicht finden, dass wir uns Tiere ranzüchten, um dieses Bedürfnis zu stillen?
Weißt du, meinst, es ist einfacher, sich einen Hundefreund zu züchten, als einen Menschenfreund zu machen? Ja, offensichtlich ist das ja so. Ja, kann schon sein. War aber ein gut investiertes Projekt, diese Hundenummer eigentlich, ne? Dass wir jetzt sagen, wir haben Hunde, die sind besser als Menschen. Die können besser in Lawinen nach Menschen suchen als Menschen. Also irgendwann vielleicht übertreiben wir es auch irgendwann und brauchen keine Menschen mehr, weil wir alles Hunde machen. Ja, ich denke das auch. Und die Hunde brauchen uns nur noch, um irgendwie vielleicht eine Tätigkeit zu bekommen. Guck mal, weil der zum Beispiel der Bernardiner, der ist ja drauf gezüchtet, irgendwie so ein Fass heißen Rum mit sich rumzuschleppen, um im Lawinengefahrgebiet Menschen mit heißem Rum am Leben zu erhalten, aus seinem kleinen Fässchen an der Kehle. So, wenn jetzt die Menschen nicht mehr wären, was soll der Bernardiner tun? Ja, das stimmt. Ja, meinst du, der heißt deswegen Bernlawiner? Bernlawiner, ja. Natürlich, man muss Hunde auch immer so nennen, wie ihre Tätigkeit, für die sie gezüchtet wurden. Wie der Schäferhund, ja, zum Beispiel. Der Dachshund, Schäferhund. Ja, Schweinehund. Der, es gibt auch hier diesen, wie heißt dieser Bärentöter-Hund. Bärentöter-Hund. Und was habt ihr euch jetzt angeschafft für einen Hund? Ja, wir haben uns jetzt für so einen kleinen Bärentöter entschieden im Tierheim. Ich würde gerne mal wissen, was so die Höchstgrenze ist für einen Hund. Also wie hoch kann man die züchten? Also man ist einfach Körpergröße, oder wie? Ja. Ist man da schon an die Grenze gekommen? Ich meine, es gibt große, so, der, was ich, einen Mastiff oder so einen irischen, wie heißen die Irish, irische Wolfshund oder wie die alle heißen. Oder ja. Die Dogge, die dänische Dogge und so. Die sind schon sehr groß. Aber ist das schon die Grenze? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da gab es Versuche, aber irgendwann haben die Weltherrschaft übernommen und dann mussten wir nochmal neu starten. Und dann haben wir gesagt, lassen wir das. Aber ich finde, was für ein geiler Name ist eigentlich Dogge für einen Hund? Ja. Also hat das was zu tun mit dem englischen Dog? Kommt es daher? Heißen Dogs wegen Dogge Dog oder andersrum? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht ist das ein Zusatz. Also Dog, die haben sich überlegt, ey Leute, wir können das Tier kann nicht als normaler Hund. Der braucht eine eigene Bezeichnung, Dog, und dann legen wir noch was hinten dran. Die Frage ist dann, wofür steht das GE? Für Great Entity? Ich glaube, das ist Great Entity, ja. Für irgendwas, ja. Interessant. Aber weißt du, wo es auch große Hunde gibt? Hundeähnliche. Wo? Auf dem Planeten namens wie heißt der Planet? Oh. Jetzt sind wir alle ganz gespannt, stark. Was du dir da jetzt überlegt hast, Nils. Ja. Auf dem Planet Pluto, Nils. Pluto, oh Gott, natürlich. Ist da so naheliegend. Oh Gott. Ja, das ist Nikola, hör auf jetzt mit diesem Propaganda, Hasspropaganda hier. Es tut mir leid, ich hab's. Ja. Das war wirklich naheliegend. Ey, seid ihr eigentlich ready so? Ich bin bereit, ja. Hammer. Dann gehe ich auf den Server, dann mache ich kurz eine Anmod und 10 Sekunden, so lange dauert die Anmod, bin ich wieder da und dann geht's hier richtig los. Es gibt aber einen neuen Key, ne? Du musst einen neuen Key eingeben für den Server. Schon wieder? Ja. Ja, der ändert sich anscheinend. Nikola hat da nochmal ein paar Mods draufgeladen. Wir sind jetzt alle nackt. Gibt die Mods für mich. Oh, Nikola, das habe ich aber jetzt auch nicht können sehen, jo. Wir haben einen neuen Mod für Nils, nee, wir haben jetzt den Dialekt jetzt freigeschaltet. Jetzt muss ich hier auch wieder Discord auf dem anderen Rechner öffnen, damit ich etwas sehe. Es ist ja auch 37.000 Zeilen lang, ja. Da kann doch kein Mensch das abdimmen. Ach, ey, es ist ja nicht mal sächsisch. Ich weiß auch nicht, was es ist. Das Land muss erst noch erobert werden, wo man so spricht. Ey, aber mal zu meiner Verteidigung, ne? Ich habe neulich das Best of geguckt. Und da spielst du ja auch immer eine sehr prominente Rolle. Und dann habe ich festgestellt, dass Lars, der da auch immer eine sehr prominente Rolle spielt, ständig irgendwelche Akzente macht, die nicht, die existieren einfach nicht. Er akzeptiert sie. Also er macht immer irgendwas, aber auch so, ich weiß nicht, halb schwäbisch, halb sächsisch oder irgendwas und die gibt's ja, das, aber das ist hier sein Kurpfälzisch. Das ist diese Sprache, die nur er kennt. Und deswegen kann man ihm da leider auch keinen Strick draus drehen. Wenn niemand weiß, was das ist. Habt ihr eigentlich irgendwelche von diesen Farb... What? Was? Sturm? Wir haben Stromausfall? Ganz kurz, bevor wir das machen. Wie komme ich da nochmal mit diesem... Wie war das noch mit dem... Über Invites oder wie war das? Nee. Nee, über Spielen und dann... Join Game? Ja.
Session-ID, ah ja, genau. Ja, genau. Ja, es läuft aber noch alles, da muss irgendwo ein kleiner Kreis irgendwo zusammengestürzt sein. Hast du gerade irgendwas gemacht, Nikola? Ich bin gleich da. Also, ja, kann sein. Ich prüfe es mal nach, ob es daran lag. Oh! Nee, wir haben genug. War ja too long. Hi, hi, hi! Hallo Nils, das waren keine 10 Sekunden, ich bin sehr enttäuscht. Ich habe schnell gesprochen, weil es ist jetzt, wir sind schon spät dran. Und ich hatte keinen Bock, dass die Leute noch länger warten müssen. Ich glaube, es gibt wieder alles. Wir produzieren mehr als genug. Habe ich gerade das Wort Stromausfall gehört, das schreckliche Wort? Nein, das war in deinem Albtraum. Apropos, ich sehe ja gerade, wir sind ja noch hier in unserer alten Heimat. Ja, du bist in unserer alten Heimat. Wo bist denn du? Ich bin wieder in der Wüstenbasis und experimentiere gerade mit Zügen. Also da bist du schon hingefahren, einfach so. Also wir haben definitiv keinen Stromausfall. Ich weiß nicht, was es gerade war. Es war ich anscheinend. Ich habe also anscheinend war das eine Lüge oder was? Dadurch ist unser kompletter Stromkreis hier im Wüstenareal zusammengebrochen. Ey, was brauchen wir stimmt, denn? Ja, stimmt, da ist der Max-Konsum ist gerade hochgeschnellt. Da hast du wahrscheinlich irgendwas ab und wieder angeschlossen. Genau. Ich glaube nicht, wir können ein paar AKW ausschalten, oder? Wir produzieren viel zu viel. Nein, er kann doch nicht irgendwelche AKWs ausschalten. Also Nils, unser Plan war letztes Mal, dass wir quasi uns jetzt um die Turbomotoren kümmern, und zwar am Hub. Dass da uns Florentin mit Strom beliefert und wir die Motorenproduktion dort vollenden. Hammer. Kurze Frage, bevor ich komme. Der Weg ist ja lang. Du bist doch beim Hub, du passt doch schon. Du bist schon an der richtigen Stelle. Ach so, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Ja, wir wollen die Turbomotoren dort aufbauen. Wir haben jetzt die neuen Miner freigeschaltet. Mit denen können wir dann noch schneller minen. Ich hab dich noch nicht gänzlich verstanden. Ich habe jetzt ein AKW abgeschaltet. Okay, noch scheint alles zu laufen. Warum sollte ich am Hub bleiben, Nikola? Weil wir da die Produktion für die Turbomotoren aufbauen könnten. Für die Turbomotoren. Aber warum denn hier? Was brauchen wir denn für die Turbomotoren? Das frage ich mich auch gerade. Das war auf jeden Fall der Plan, aber ich weiß nicht, was der Grund dafür war. Die haben doch viel mehr Platz in der Wüste da. Ja, ist richtig. Oder? Hier ist alles zugekleistert mit Nostalgie. Ja, okay, dann eile nach oben. Oh, da fährt ein Zug. Warte auf dich. Dann steig schon ein. Aber brauchen wir noch irgendwas? Das ist eine sehr gute Frage. Oh nein, jetzt haut er ab. Oh, ich habe ihn verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Kannst du Bahnhof laufen und ihn anhalten lassen? Über den Bahnhof. Was? Oh. Kannst du in den Bahnhof gehen und dort kannst du den Zug steuern? Ich glaube, wir kommen da gut hin mit einem AKW weniger. Na gut. Jetzt ist das so? Also ein AKW weniger ist das dann quasi, oder was? Korrekt. Ey, wir haben ja noch 900 im... Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Batterien funktionieren. Bau einfach einen neuen. Ich bin jetzt hier gefangen. Ja gut, die verschwinden einfach, oder? Haben wir jetzt festgestellt. Ja, Moment, aber wenn du jetzt... Wir haben jetzt 900 Megawattstunden. Das heißt, die können... Eine Drohne fliegen? Eine Stunde lang 900 Megawatt liefern. Oder 900 Stunden 1 Megawatt. Was ist die Einheit nochmal? Megawattstunden. Also die normale Einheit im Strom ist Megawatt. Ja, und das pro Stunde. So habe ich es in Physik gelernt damals. Das heißt, wir verbrauchen gerade 5000. Das heißt, es könnte eine Stunde lang ein Fünftel von unserer Produktion stemmen. Ich will dahin. Klingt so danach, ja. Kann mich nicht die Drohne mitnehmen? Wir müssen einfach nur ein Auge auf die Batterie halten. Sobald die anfängt entladen zu werden, muss irgendwo eine Lampe angehen. Bei Nils im Büro. Akkus. Da muss irgendwo eine Lampe angehen. Ja, Nils kann sich auch auf die Drohne stellen, aber das wird ein höllischer Ritt. Ja, da will ich echt aufpassen. Glitscht man da runter oder was? Was ist das denn überhaupt? Moment. Mega MWH. Train derailed. Was? Ja. Ganz kurz, Jantube, erklär's mir. Was ist der Unterschied zwischen Megawattstunden und Megawatt-Durchstunde? Warte mal. Eines Mal schon ist alles Durchstunde. Oh Gott. Jetzt kommt der Physik-Exkurs. Ich freue mich drauf. Eine Megawattstunde ist eine Maßeinheit für Energieerzeugung und Verbrauch. Eine Megawattstunde entspricht 1000 Kilowattstunden. Und 1 Million Wattstunden. Ja, okay. Aber heißt es, dass man
mit einer Megawattstunde eine Stunde lang einen Megawatt erzeugen kann? No. 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 Bist du von der Drohne gefallen? Der Zug ist entgleist. Emma ist tot. Sie liegt regungslos hier unten auf dem Boden. Oh nein, Emma. Ja, sie ist gestürzt und hat sich das Hinterrad gebrochen, als sie auf den Keterium Ore Conveyor Belt MK1 gefallen ist. Oh Gott, das MK1. Liegt das noch? Ich hab sie wieder aufgestellt. Oh no! Oh no, no, no! Ganz kurz zur Klärung. Also die Frage, was ich mich frage, wenn ich jetzt weiß, die Batterie hat 900 Megawattstunden, heißt es, sie könnte auch eine halbe Stunde lang 1800 Megawatt liefern? Oder ist das auch gleichzeitig die maximale Kapazität? Oder könnte man auch in 5 Minuten alle Akkus entladen, wenn man ganz viel braucht? Weil was mich interessiert ist, wenn das Stromnetz komplett einknickt, wie lange können die Akkus es dann stemmen? Das ist meine Frage. Also wir haben einen Verbrauch von 5000 Megawattstunden. Nee, von 5000 Megawatt. Und haben... Also könnten wir eine Fünftelstunde dann das damit stemmen? Kommt auf die Ausgangsleistung der Batterien an. Sehe ich die irgendwo? Charge Rate. Ich habe hier leider... Das ist leider die einzige Information, die ich habe. Sonst habe ich gar nichts. Discharge Rate. Ja, haben wir nicht. Aber angenommen, es gibt keine Begrenzung, dann hätten wir eine Fünftelstunde, könnten wir das Netz speisen. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Kappe kurz die Verbindung der AKW. Ja, wir haben aber viel mehr Kraftwerke als nur die AKW. Außerdem will ich das jetzt ungern einfach mal so nebenbei testen. Weil es gibt, wir haben ja kein Problem mit Strom. Das war ja gerade nur Nikolas Ausrutscher. Das war ja Nikolas Schuld. Hallo. Ja, hallo. Bin ich gut. Ja, gibt's da mittlerweile irgendwie einen Untersuchungsausschuss für den Stromausfall? Gibt's da mal irgendwie Ergebnisse der Untersuchungen oder so? Ja, er besteht aus mir und die Ergebnis ist, alles ist gut, wir ignorieren den Vorfall und tun so, als ob nichts passiert wäre. Wunderbar, na also, da haben wir es doch. Ja, ah, das jetzt ist ganz schön, diese Bugatti. Kurze Frage, gibt es irgendwelche Farbschemata, die ich nicht anrühren darf bei euch? Naja, du weißt ja, dass es gibt einen Grund, dieses Orange, das ist das, was überall ist. Und wenn du das änderst, das war, hast du genau, ja dich letztes Mal bitterlich beklagt. Ja, ja, aber ich rede ja von diesen Regular. Da habe ich die untersten 4, glaube ich, aktuell in Beschlag genommen. Habt ihr da auch welche? Ach so. Oder kann ich da machen, was ich will? Ich nutze nur Custom. Die Regular, es gibt auch einfach nur die Möglichkeit, dass man das nicht manuell zusammenmischen muss, das sind einfach nur schon Vorschläge oder was. Genau, oder die kann man halt auch ändern, dass man sich selber so eine Farbpalette zurechtlegt. Aber was heißt Custom? Also jetzt weiß ich, was du meinst, okay. Ja, es gibt ja auch, bei mir gibt es auch noch unter Default und Regular gibt es noch Custom. Ja, das ist dann nur für dich quasi, was du da änderst. Ja. Und es wird auch nicht synchronisiert mit anderen quasi, das kannst du dich austoben. Also ein bisschen müßig, dann immer wieder das richtig zu mischen, wenn du mehrere Farben haben willst. Ja, das stimmt. Du kannst es aber auch speichern. So, ey, was ist das jetzt hier eigentlich für ein Zug? Nikola, welcher Zug fährt von unserem alten Zuhause quasi noch dann nach Südwesten hoch? Du musst ist manuell fahren. Das ist das Problem dabei. Ja, also Emma fährt von diesem kleinen Inselchen, wo Bauxit ist, quasi die ganze Zeit zum Hub hin und her. Da ist Emma zuständig, quasi das Bauxit von dieser rechten, unteren, nee, warte mal, links ist das. Was macht eben im Nordwesten, oder nee, im Südwesten, doch, dieses kleine Inselchen. Das ist doch Bauxit. Also, ey, du bist doch hier, du bist doch Lokomotivführer. Hier steht jetzt ein Zug. Du siehst doch, wo ich bin. Guck mal bitte auf die Karte. Fährt nach Nordwesten. Da ist eine Emma. Emma fährt
normalerweise von Hub bis zur südwestlichen Insel. Und der andere Zug, den hast du gerade aufgebaut, oder? Der war vorher nicht da. Ja, nee, das ist nur ein... Nein, hier steht ein riesiger, langer Zug. Und das ist nur ich habe nichts aufgebaut. Da lag okay. ein entgleister Zug unten unter dem unter der Mono-Rail. Den habe ich dann wieder aufgebaut. Ich habe nichts gebaut. Jetzt sind hier zwei Züge. Eine Lokomotive, die hat keine Eltern, die steht hier rum. Und dann dieser lange Zug. Und der lange Zug steht aber nur. Und der ist ein Abteil ist voll mit Bauxit. Ja, der, das ist immer wahrscheinlich. Und der, ah nee, warte mal, der kam ja von der anderen Seite. Der kam aus Süden, aus Norden und ist nach Süden gefahren. So war das. Genau, das ist Emma, die halt die ganze Zeit Schnauf macht. Er pendelt und Schnauf macht, genau. Das heißt, okay. Du kannst den anderen Zug schnappen und quasi in den Süden nach Osten fahren. Das nee, da ist jetzt Emma davor. Aber, wie kann ich die denn wieder quasi... Kannst du einfach E drücken auf die Schiene, dann landen die... Ja, aber wie fährt sie wieder los? Jetzt steht sie gehst am besten mal rein in die Anima, steigst mal ein, drückst Q für das Menü. Ja, jetzt, okay. Weil die andere ist jetzt auch noch davor. Und dann? Da gibt's Turn Option. On Self-Driving. Genau. Okay, jetzt nächstes Rötzlingen und dann Hamburg Hauptbahnhof. Genau, die pendelt da hin und her. Und der andere Zug, den kannst du nehmen für deine... Also der dürfte keine Anhänger haben. Ja, das ist völlig richtig. Dann kannst du den abbauen und woanders auch wieder aufbauen. Okay, der fährt nicht, obwohl er mega schnell ist. Jetzt schnauft er los, oder? Du musst nur aufpassen, dass du nicht wieder kollidierst mit anderen Zügen. Wie Emma. Da bin ich jetzt gerade dabei, einfach unsere Gleissysteme zweigleisig zu machen, damit das nicht mehr passieren kann. Ah, schnauf, schnauf. Ja, das wäre super. Jetzt. Okay, der Wettrennen, Wettrennen. Okay, aber kann ich jetzt mit diesem Kleinen vor Emma in die Wüste fahren? Wenn du jetzt vor Emma bist und über den Westen fährst, kannst du das machen, ja. Das ist dann kein Problem. Weil Emma muss jetzt hier noch... Oh, ich fahre hier aus Versehen falsch. Oh no. Oh no. Lass dich verfahren. Wie kann man sich denn auf Schienen verfahren? Oh ja, du fährst gerade wieder Emma entgegen. Fahr mal in die andere Richtung. Stell dir einfach mal... Oder steig aus. Ja, okay, so geht's auch. Fahr ich immer schnell fahren, schneller als immer, wenn's geht. Also finde ich schon schön. Die Frage ist, können wir noch, also vor allem, ich finde auch, dass diese schwarzen Streifen sich da relativ gut eingliedern. Also ich hatte erst überlegt, ob wir noch irgendwie ein paar Akzente setzen oder so. Aber ist, glaube ich, gar nicht nötig. Ich finde das eigentlich okay. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt herbstlich ist, ob ihr euch jetzt herbstlich fühlt oder nicht. Oder was das in euch auslöst. Das ist ja auch immer sehr individuell. Müsst ihr auch nicht drüber reden, wenn euch das jetzt, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt. Ach, es ist okay. Ich find's in Ordnung. Ich find's wirklich in Ordnung. Soll ich das ganze Gerüst wegbauen? So. Ja, und idealerweise würde ich hier auch alle Gerüste abbauen. Weil ich hier ja im Idealfall nie wieder hin muss. Also wirklich nie wieder. Und jede Leiter ist ja nur ästhetisch anstrengend. Das soll ja so komplett für sich stehen können. Da kommt hier oben Kupfer rein und hier unten Sheets raus. Und ich bin so überzeugt von meiner Kreation, dass ich hier die Leiter komplett entfernen werde. Das soll hier wirklich monolithisch, mit einem monolithischen Selbstbewusstsein... Wo ist meine Fabrik denn? Hier hinten, glaube ich, irgendwo. Ne? Ja. Das soll hier einfach monolithisch hier existieren können. Ja, das hat was, oder? In dem Rot? Ich finde das nicht schlecht. Ich finde, das ist nicht schlecht. So, mir gefällt das. Ja, falls ihr euch fragt, was wir heute machen, dann
schauen wir mal rein. Denn heute sollen die Cooling Systems vom Fließband gehen. Und dafür brauchen wir erstmal eine ganze Menge Aluminium. Fünf. Ja, da gehen wir erstmal in die Fabrik und schauen uns die Aluminiumproduktion an und dann schaue ich, dass ich es hinkriege. Nicht mehr nach oben. Tja. Sollen wir einen Kommando losschicken, um dich zu holen, Nils? Nee, alles gut. Ich fahre jetzt mit Emma. Oder fährt sie dich? Ist die Frage. Warte, du fährst mit Emma, die muss aber unten verkehren, sonst bekommen wir keine Ressourcen mehr. Mein Leben. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo dieser Zug hinfährt. Im Kreis normalerweise. Also der ist jetzt in Hamburg und fährt er jetzt von Hamburg wieder zurück oder was? Ja, das macht Emma. Das ist Emmas Job. Aber wie kommt denn das Bauxit von Rötzlingen oben in die Wüste? Nee, das macht unser östlicher Bauxit-Mining. Das sind zwei verschiedene Bauxit-Abbaustellen. Ach so, und was machen wir mit dem Bauxit in unserem Hauptquartier? Wenn wir Aluminium brauchen und das hier nicht herstellen konnten bisher, haben wir uns da bedient. Du wirkst richtig verstört, Nils. Ist alles in Ordnung? Ich bin wirklich zerstört. Das scheint hier wirklich richtig getroffen zu haben mit Emma. Den Tod eines Zuges mitbekommen. Das war anscheinend sehr dramatisch. Ich habe an einem dummen Gag gearbeitet. Ja. Oh ja, das ist ein Gag. Und dann gucke ich so nach oben. Und dann sehe ich noch, okay, ich bin mit dem Zug aus Versehen eine Schleife gefahren. Und bin dann wieder auf den Haupttrack gekommen, in dem mir dann natürlich Emma entgegenkam. Also der große Zug. Und dann hatte ich wieder einen Crash. Naja, du wirst es ja ausführlich im Best-of sehen nächsten Monat dann. Ja, genau. Wir müssen gar nicht mehr mit dir reden. Wir kommunizieren nur noch per Best-of. Per Best-ofs. Leichter Delay. Aber ist egal. Kann ich ihn wieder auseinanderbauen? Wenigstens? So. Nee. Sag mal, gibt es denn im Spiel eigentlich nicht sowas wie Treppen? Es ist so ganz stinknormale Treppen einfach. Das ist aber sehr altmodisch. Naja, aber ich meine, wenn ich an Fabriken denke, dann denke ich an Treppen. Ach so, ja, sowas gibt's bestimmt. Hab ich schon gesehen. Klar. Das wird mal weg. Staircase haben wir doch. Obwohl, nee, du hast recht. Im Shop gab's doch das bestimmt. Es gibt alles im Shop. Schau dich mal im Shop um. Ich bin jetzt hier gestrandet an einem Ort, an dem ich einfach nicht sein wollte. Bei dir, oder nicht? Ja, nur die olle Emma, aber die hat ja eigentlich einen Job. Ich dachte, du bist gecrashed mit einem anderen Zug. Ja, genau. Und der Zug, mit dem ich fahren wollte, der liegt jetzt am Meeresgrund und ist unerreichbar für mich. Ich komme da nicht hin. Kannst du doch den wieder zurücksetzen, wenn du auf die Schiene klickst, wo er umgefallen ist. Nee, der... Okay. Der lange Zug hat den kleinen Zug so weit ins Meer geschleudert, dass ich nicht mehr an den rankomme. Schießt du? Nee, du musst aber nicht mal zum verunglückten Zug laufen. Du kannst einfach zu der Stelle, an der er entgleist ist, wieder hingehen und ihn da aufstellen. Du, mein Freund, du entgleist hier gerade auch. Okay. Ich bin komplett aufgeschmissen, weil der Zug will nicht mehr weiterfahren. Also die lange Schnauf-Schnauf-Emma will nicht mehr weiterfahren, weil sie beleidigt ist. Ich weiß nicht, nach drei Crashs jetzt einfach die Schnauze voll. Bewegt sich nicht mehr, obwohl Self-Driving on ist. Und der andere ist tot am Meeresgrund. Ich bin hier alleine gestrandet und habe keine Ressourcen für einen neuen Zug und werde wahrscheinlich jetzt nie wieder hier wegkommen. Aber ich mache jetzt einfach. Irgendwas kriege ich schon hin. Was kostet mich das? Normalerweise, wenn ein Zug kollidiert ist, kannst du ihn an der Stelle, an der sie kollidiert sind, kannst du da E drücken und dann werden sie da wieder hingesetzt, die Züge. Ich brauche mir einfach einen neuen Zug. Ich bin so dekadent. Wo geht's denn hier weiter? Nach rechts. Alter, hier ist ja die Schiene ist ja hier abgerissen. Was? Warum? Wer war welcher? Ja, hier, das Nikola. Das erklärt es, warum du dich. Dann fahr einfach nach der Schiene weiter, weil Emma ist halt dann irgendwann hier hochgefahren. Zu uns in die Wüste, was ein bisschen doof war. Und damit alle anderen Zügen kollidiert. Aber jetzt steht sie ja rum und macht nichts mehr. Soll ich nicht lieber erstmal, wenn ich das. Dann stellst du wieder auf Self-Driving, damit die wieder fährt. Hab ich ja. Bewegt sich trotzdem nicht. Dann müsste vor ihr noch irgendwo ein Zug sein, der kollidiert ist mit ihr. Nee, möglicherweise, ich setze mich einmal rein und fahre mal kurz mit ihr los. Okay. Möglicherweise ist das ein Bug oder so, weil in ihrem Kopf bewegt sich, ich weiß es nicht. So, was passiert denn im Kopf? Oh Gott. Naja, auch rein psychologisch. Stell dir vor, du bist ein Zug und zweimal hintereinander tötest du aus Versehen einen kleineren Zug.
So, was, wie würdest du dich damit fühlen? Naja, aus Versehen. Der fährt nicht mehr. Okay, dann lass sie stehen. Das ist deine Antwort? Lass die treue Emma stehen? Mir ist langsam. Mir geht die Idee langsam aus. Wenn du sagst, es ist ein Bug, dann wird's wohl. Dann war's das wohl mit Emma. Sie ist einem dem Bugs zum Opfer gefallen. Oh, ich hab's geschafft. Großartig. Sie bewegt sich wieder. Sie ziemlich schnauft sie und stöhnt sie. Oder? Ich weiß es nicht. Strom? Ja, doch, Strom ist doch da, oder? Jetzt rollt sie ganz langsam los. Vielleicht war ich im falschen Balkon. Nee, jetzt rollt sie nicht mehr los. Oh. Okay. Und jetzt? Warum geht hier nichts? Also mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, was ich noch machen könnte. Tatsächlich. Vielleicht ist hier wirklich der irgendwie ein Bug mit der anderen. Ja, komm einfach hier. Nimm einfach eine neue Lok und bau die dann auf der anderen Seite auf. Irgendwas ist hier tatsächlich. Es kann sein, dass hier irgendwas im Weg ist. Dass eventuell die ins Wasser geknallt wurde, dass die halt irgendwie noch hier zu sehen ist, weißt du? Ja, normalerweise ist das auch der Fall, ja. Vielleicht. Was passiert denn, wenn ich das hier abreiße? Was? Geht nicht. Ich drücke einfach mal überall hier E, vielleicht ist hier. Vielleicht ist ja noch ihr Geist hier irgendwie noch im Weg und wenn ich irgendwo. Ja, das ist normalerweise der Fall, dass der immer die Weiterfahrt blockiert. Ich. Gibt es einen Autofly-Modus? Nein. Ich fliege gerade automatisch. Ja, das ist ja ein öfters gesehener Bug, der manchmal passiert. Ja, aber das ist doch voll geil. Ja, manchmal fliegst du aber auch zu hoch. Nein, das ist super sensationell. Ich kann jetzt einfach ohne. Ich fliege einfach. Ich muss nichts mehr drücken. Nur die Richtung. Aber der Strom ist wahrscheinlich. Oder kann ich mich vom Strom entfernen? So, das ist ein Problem, das habe ich. Damit habe ich mich schon mal beschäftigt. Der produziert mehr Scrap, als der hier braucht. 90. Das heißt, man könnte ja sagen, alles geht erst in einen Container und dann geht es in einen Splitter und der Splitter geht einerseits in die nächste Fabrik, aber andererseits auch in den Sink. Sodass, wenn die Fabrik voll ist, geht alles in den Sink und nichts mehr in die Fabrik. Es hieße aber auch, dass jetzt erstmal sämtliche Scraps in den Sink wandern. Was aber okay wäre, weil ja ohnehin nur die Hälfte da rein. Also ich glaube nicht, dass wir zu wenig haben.
Also ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Ich pack den hier. Wie, das geht nicht? Nicht gedacht. Da müssen wir beim nächsten Mal aufpassen und das bestenfalls von Anfang an mitdenken. Frisst er das? No power! Der hat doch so einen Power bekommen. So, jetzt geht... Genau. Wenn der nichts mehr annimmt, geht alles in den Sink. Das heißt, dieser Container dürfte nie wieder voll werden. Weil sobald der voll ist, lädt er alles in den Sink ab. Es sollte aber immer noch genug da sein für die Fabrik. Ich glaube, so muss ich es beim nächsten Mal von Anfang an bauen. So, jetzt funktioniert das auch weiter. So, ich muss gerade schauen, wie viel Bauxit ich verbrauche, um zu testen, ob dieses eine weitere Bauxitfeld mir hilft. Sehe ich das richtig, dass sämtliches Bauxit über diese eine Nudel hier kommt? Und die geht auch hoch. So, die Frage, wie viel Bauxit haben wir? So, wir haben normal, also wir wissen, was dieser Miner abbaut. Und wir wissen 120. Und normal war Faktor 1, Pure war Faktor 1,5. Und Impure, wie war das? Wir haben zweimal Impure. Train is waiting. Ach so, nee, das hat nichts mit mir zu tun. Genau hier hinten habe ich, glaube ich, das markiert, dass da noch Bauxit war. 0,5, 1 und 2. (60, 120 und 240). Also wir haben hier einmal normal und zweimal impure. Also haben wir 240 insgesamt nur. Das heißt, es reicht eigentlich gar nicht. Oder bremst das hier eigentlich? Das sollte ja passen, ne? Aber ich glaube, ich habe mir extra hier eine Markierung gemacht, wo das ist. Hier hatte ich Bauxit. Aber baue ich da schon ab? Wo kriegen die ihr Bauxit her? Ich glaube, da bauen die schon ab, oder? Sag mal, kurze Frage. Wo baut ihr denn eigentlich euer Bauxit ab? Wir haben, wenn du die Map aufmachst,
Ja. Haben wir ganz im Osten, unterhalb von unserer Basis, einen kleinen Bahnhof, der heißt Bauxit-Annahme-Bahnhof und weiter unten gibt es noch eine Bauxit. Da ist aktuell auch so ein Bahndreieck. Und die Förderfelder sind westlich davon? Oder wo sind die? Genau, die sind gleich daneben. Ja, wo der Bauxit, da ist so ein Tropfen mit Bauxit oben drüber, steht da. Und schon markiert quasi. Aber ein Stück links davon ist nochmal ein Ausrufezeichen mit Bauxit. Baut ihr da auch schon ab? Ausrufezeichen mit Bauxit. Nee, da nicht. Nur wo das große, wo der Tropfen ist. Da die Quelle haben wir angezapft. Die andere kannst du gerne haben. Das hast du ja markiert, glaube ich. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel da ist. Aber gut, danke. Ich hau jetzt hier ab. Ja. Schon zu voll. Willst du es? Ich bin raus. Verlasse Tatort. Genug ist genug. Nein, wirklich, wirklich wahr. Genug ist genug. Irgendwann ist auch jetzt Schluss. Ich will jetzt auch Progress machen. Ich will jetzt auch was Geiles bauen. Ich bin da jetzt raus aus der Nummer. Schidiot. Ja. Lass es. Und sagt man bei uns im Norden, ne? Schidiot. Ja. So sagt man das bestimmt. Ja, oder genug halt mit Drohnen, ne? Ich könnte auch mich, Chat sagt, ich könnte mich neu einloggen und dann würde ich den sehen. Wo wird das? Aber... Wenn das Problem dir so schwer wiegt, dann kannst du das auch tun, ja. Nee, ich bin jetzt unterwegs, ich will jetzt endlich weiterbauen. Okay. Ich habe Baulust. Ich meine, wir haben hier hinten auch Doppelpure, ne? Rumliegen. Hier ist Pure und hier ist Pure. Das sind nochmal 240. Trouble 1989. Wir müssen leider das jetzt in Fakten gießen. Was die machen. Weil ich brauche ja 120 mal 5, ne? 5 Alumina Solution. Das heißt, sind 600. Da wäre 480 schon mal ein guter Anfang. Ach, sind normal und pure. Ja, das reicht nicht. Ich weiß halt nicht, wie viel hier hinten ist, ne? Ob da jetzt wirklich viel ist oder nur... Wenn da jetzt ein Feld ist, dann muss ich da auch nicht anfangen. Also, haben wir Zahlen für Pure? Keiner hat noch keine Zahlen für Pure, okay. Also, wir haben 2 Pure und einen normalen. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Die alle gelootet? Nee. Bei mir ist auch gerade eine. Ich habe mich noch nicht hingetraut, weil du noch nicht da warst. Aber die können wir auch mal looten, wenn du magst. Ich habe gleich Strom. Doch, kannst du einfach hin. Kannst du dann looten. Na gut, dann und dann schnappst da unten ist auch noch was. Ich weiß nicht, wo wir schon überall waren. Vielleicht ist das doch schon gelootet. Das ist woanders. Was ist das denn da? Guck ich mir mal ganz kurz an. Mach das. Ach, da hinten ist der Abschlusskram. Ah. Ich brauche dafür Jetpack. Fuel. Und was ist euer nächstes Projekt jetzt gerade? Eine Hard Drive. Ja, das ist völlig berechtigte Frage, Florentin. Wir wollen, weiß ich auch nicht, was machen wir da als nächstes? Also diese Turbomotoren. Turbomotor, so heißen die. Ja, genau. Wären noch das ganz cool. Die möchten wir jetzt oben in der Wüste herstellen, die Turbomotoren. Und dann würden wir die Patronen liefern lassen, je nachdem, wenn du welche brauchst, Florentin. Naja, also ich sag mal, ihr habt ja jetzt sehr, sehr lange an diesen Fused Modular Frames gearbeitet, ne? Ja. Also ich nehme an, dass da jetzt eine ordentliche Produktion stattfindet. Kann man sich denn da anmelden, dass da mal so ein paar geliefert werden? Ja, oder wie läuft das? Das Formular musst du dann ausfüllen einmal und dann die Wartezeit einbrechen. Dann. Ja, aber also.
Wie viel produziert ihr denn davon jetzt? Das muss ich kurz nachschauen. Dass du hier detaillierte Fragen zu unserem Betriebsablauf hast, muss ich da kurz erst meine Kontakte befragen. Also ich glaube, das sind ja jetzt wirklich Sachen, das ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr, dass ich das selber herstelle, wenn das so ein Riesen-Act ist. Ne? Also dann müsst ihr jetzt schon damit klarkommen, dass ich da auch mal reinlange. Ne? Natürlich. Das. Ey, wir sind doch ein Team. Was ist denn das überhaupt für eine... Für eine Einstellung. Mir geht es lediglich um die logistischen Feinheiten, wie genau die Ware zu mir kommt. Ich würde Patronenlieferung vorschlagen. Oder wir können natürlich auch noch eine Bahnschienenlieferung zu dir veranlassen, wenn ich, das zu viel ist. Natürlich. Drohnen sind natürlich mein bevorzugtes Mittel. Na, dann würden wir doch das machen. Da müsstest du uns auch die. Müsstest du entsprechend noch ein Pod bei dir aufbauen und wir würden dann bei uns einfach. Ich wollte nur die Zusicherung haben, dass ich da entspannt in die Zukunft sehen kann. Das kannst du bei uns doch immer. Kennst du das? Das ist doch schön, das freut mich, Mensch. Das ist auch, finde ich, wie so eine T-Werbung für Wahrsager. Entspannt in die Zukunft sehen können. Mhm. Oder? Ja. Ja. Hard Drive. Ich habe keine Hard Drive. Oder? Ich habe keine Hard Drive. Achso. Man weiß ja nicht, was man da vorher. Was weiß man ja vorher nicht, was man da reinschmeißt. Ich bin hergestellt. Attenten werde ich hergestellt. Oder kann ich dich einfach so rausnehmen? Ah ja. Hab ich das jetzt? Musst du Platz haben mit deinem Inventar. Ja, Hammer. Hammer, hab ich. Oh, geil. Hab ich stark hinbekommen. Aktuell haben wir 1,5 pro Minute mal 2. 3 pro Minute haben wir aktuell als Output. Ach, ich krieg einfach nur. Ne, Blödsinn. 3? 6 pro Minute. 6. Ich kenn ja die Verhältnisse nicht, aber ich find's schon, diese riesige Anlage. Es ist mehr als wie viel waren es? 1 pro 2 Minuten von den Frames? Das ist ja schon gut, mehr. Nicola, aber wenn du dich jetzt selbst mit der Fabrik der Träume vergleichst, dann tust du dir aber auch Unrecht, finde ich. Also dagegen sieht jeder gut aus. Ich find's echt schön, wie ich alleine irgendwie in 2 Stunden so eine Fabrik der Träume errichtet habe. Und wir irgendwie zu zweit 24 Wochen an dem gleichen arbeiten und am Ende so, ja, das Doppelte rauskriegen und uns dafür feiern. Und die Fabrik der Träume hat im Grunde genommen gemessen an dem, was wir da gemacht haben, Unmenschliches geleistet. Und das muss man einfach auch mal festhalten. Ja, das wäre völlig recht. Also bei den Modular Frames sind 14 pro Minute. Aber die nutzen wir jetzt alle für die neuen Modular Frames, für die Fused Modular Frames. Da steht einfach noch so ein Zug rum. Aber da mangelt es aktuell an Aluminium. Ich schau doch mal. Okay, da war ein. Warte mal, ganz kurz. Nicola. Ja. Da stand gerade ein so ein Zug rum und hat nichts gemacht. Und zwar. Da ist auch so ein blinkendes Ausrufzeichen bei Bauxit. Ja, kann das sein, dass der fehlerhaft ist? Das kann sein. Ach, deswegen kommt auch kein Aluminium an. Das erklärt's. Ja, okay, dann müssen wir den auch noch reparieren. Dann stöße ich da gleich mal dorthin. Ah, da kommst du jetzt doch von der anderen Richtung. Okay. Ja, ich düse da mal eben hin zurück. Achso, du machst das. Großartig. Ne? Wollte da nicht hindüsen. Ja, ich glaube irgendwie. Ich hatte in der letzten Folge noch ein bisschen an Signalen rumexperimentiert und dann. Wie spannend. Was? Und hast du was entdeckt? Es ist noch schlimmer als in Factorio und anderen vergleichbaren Spielen. Okay. Endnisse. Ja, okay. Dann erklärt zumindest, warum wir kein Bauxit hier oben haben. Hielt sich leider nicht per Remote-Ferne. Oh ja. Problem ist, ich habe nur 5 Sekunden Delay auf den Stream, deswegen. Aber wir kriegen das hin. Achso, okay, der müsste dann einmal quasi. Oh ja. Du kannst ihn mal zum Bahnhof fahren. Manuell. Und dann hinter dir die Strecke wegmachen. Quasi, du fährst jetzt den Bahnhof hoch. Ja. Musst du eventuell noch das Auto-Drive ausmachen. Mhm. Ja, und dann. Da wurde mir versucht zu. Ja, und dann genau, fährst du hoch zum Bahnhof, steigst nochmal aus und machst die Schräge, die du gerade hochgefahren bist, einfach mal weg. Geht dein Bahnhof quasi. Was? Aber da will ich doch jetzt. Warte, du willst ja.
Und du meinst, ich komme mit dem komme ich hier nach Hause dann, oder was? Genau. Und die Süden, die Verbindung kannst du wegmachen. Ist das die einzige Art und Weise, wie wir den Zug dazu bekommen? Aktuell, dass ja. Ich mache erstmal hier oben auf der anderen Seite alles fertig und dann kümmere ich mich um das andere Projekt. Oh, das aber damit er überhaupt wieder fährt, wäre ganz gut. Okay, das fühlt sich nicht richtig an. Also müsstest du einfach so die Schräge kurz vorm Bahnhof einmal löschen und dann ist alles gut. Und die Signale vielleicht wegmachen, ja, da hat der Chat vielleicht auch recht. Da sind noch solche Signale rechts und links. Das sind 4 Signale am Bahnhof. Die müsstest du dann auch einmal löschen. Das sind, glaube ich, Path-Signals, Block-Signals, eins und beiden. Oder beides. Und auf der anderen Seite müsstest du dann auch nochmal entfernen, beim Ausgang. In Richtung Norden. Keine Ahnung, was wir hier gemacht haben. Ich bin kein Zugbeauftragter. Ja. So, und jetzt müsstest du wieder auf Autodrive stellen. Und dann müsste alles wieder funktionieren. No power. No power! Oh. Kann das sein, dass wird die Schiene von der anderen Seite, hast du da noch irgendwas anderes gekappt oder so? Ah, vielleicht ist da kein Strom drauf. Ja, das kann. Das ist einfach. Jetzt ist es auch noch dunkel und bin alleine in der Dunkelheit. Vielleicht kommt der Strom über die Streckenabschnitt. Nee, das erklärt. Wir hatten ja vorhin einen Stromausfall. Wir hatten keinen Stromausfall, Nikolai. In unserer Gänze hatten wir einen Strom. Ich betrachte das gesamte Netz als eins, Florentin. Ich muss mich kurz drum kümmern, das kann etwas dauern. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich hier gerade die Schiene gekappt habe, nee, oder? Nee, also, ja, doch, aber wir kriegen das hin. Ich sehe gerade, ja, alles ist aus. Okay, dann machst du wieder ganz. Dann ist, glaub, das ist viel schneller, wenn du sie kurz wieder anschließt. Ja, okay. Dann guck mal, wohin der Zug fährt jetzt. Hoffentlich nicht nach Norden, weil das... Ohne mich! Ey, der zaut dieses miese Schwein ohne mich ab! Das gibt's doch nicht! Er fährt zumindest in die richtige Richtung. Oh, das ist ja ein... Kannst du nicht noch einen Zug bauen und hinterherfahren? Ja, und dann gibt's wieder eine Kollision. Nee, ich halte ihn an, okay? Ich halte den Bahnhof an. Nein, ich hole jetzt meine kleine Schnuff-Schnuff-Maus da hinten. Achso, das kannst du natürlich auch machen. Also das ist immer... Was ist heute eigentlich los? Aber ich halte trotzdem an, sonst gibt's wirklich eine Kollision. Ja, Züge ist zwar, kann mehr transportieren als eine Drohne, aber dafür ist die Gefahr der Kollision etwas größer. Aber du hältst jetzt nicht den Zug an, weil jetzt kommt die Schnaufschnaufmaus und will da jetzt nicht in den Riesenschlangenschlund hineingesteuert werden. Ich probiere es. Du hast sie nicht angehalten jetzt hoffentlich, ne? Nee, sie fährt noch. Ich würde sie halt im Bahnhof anhalten, damit ja, du nicht in sie reinfährst. Hervorragende Idee. Oh, diese Bäume. Finde ich auch. Oh, das war die falsche Richtung. Nein, ich will nicht in die Röhre. Spiel, lass mich raus. Spiel, lass mich raus. Ich will nicht in die Röhre. Okay. Weißt du, was ich gerade auch... Ich spiele auch gerade mit dem Gedanken, ja, so eine Sky Monorail zu bauen. Oh. Und einfach in der Luft... Komplett einmal von Norden nach Süden oder von der. Du weißt, was ich meine. Was bedeutet Sky Monorail? Ja, genau. Was? E-Monorail? Sky Monorail hast du gesagt? Sky the More Monorail. Sky Monorail, ja. Sky the Monorail. Sky the Monorail. Kennt ihr noch Emanuel? Diese Filmreihe? Ich dachte jetzt, lass die Finger von Emanuela. Nee, das kenne ich nicht. Oh Mann, diese Bäume, ey. Das ist doch albern. Kann man doch keine Fabrik bauen mit diesem Quatsch immer hier. Und eine Kettensäge, Florentin. Schnauf. Also Nils, du kannst jetzt durch den Bahnhof durchfahren und dann landest du da bei unserem Zentrallager. Ich will nie wieder irgendwas machen. Was... Okay, das damit ist so zu tun hat, was ich jetzt gemacht habe. Sie sind nicht der beste Mitarbeiter, wenn Sie das sagen, Herr Boomer. Ja, aber wie ich hier auch behandelt wurde von Corporate, ist auch einfach. So, aber wo kann ich denn jetzt. Soll ich den einfach mal löschen, den Zug oder was? Nee, fahr durch bis zum anderen. Oh, was hast du denn da gebaut? Noch gar nicht, das ist immer dieselbe Aufbaute von letztem Mal. Wo fahre ich jetzt hier noch hin? Ah, da komm ich noch mit. Achso, gut, dann fahr weiter. Achso, du wolltest mitkommen. Ja, ich habe den Zug angehalten. Ja, jetzt zu spät. Ja, ich weiß. Sieh zu, wie du nach Hause kommst. Nein, ist ja nicht weit. Aber ja, wo komme ich denn? Ich komme ja da hinten jetzt in unseren... Hauptlager, genau. Ja. Ja, ist doch gut, oder? Dahin wolltest du doch. Ja. Dachte ich. Also ja. Also die Signalangabe wird schwierig. Okay, ich glaube, ich lösche den jetzt. Ja, kannst du machen.
Da fährt nämlich unser anderer Zug auch noch hin. Eben. Aber der ist aktuell auch angehalten, alles gut. Weil da baue ich nämlich gerade, dass die Verbindung zwischen... was soll man wieder abbauen? Finally, finally at home. War eine kleine Odyssee. Hat ja nur eine Stunde gedauert. Ey, habe ich jetzt wirklich eine Stunde damit verbracht, nach Hause zu kommen? Die war immer sehr wichtig. Du hast immer begraben. Ach nee, immer lebt noch. Aber sie ist außer Dienstgestellt aktuell, oder? Ja, oh Gott, ich habe ja, nicht eine Stunde begraben. Ich darf jetzt niemandem aus meiner Familie sagen, wie viel Zeit ich damit verbraucht habe, hier nach Hause zu kommen. Niemand wird es je erfahren. So. Ja, die dürfen nichts weiter sagen. Was habe ich denn hier alles noch? Also, wollen wir das jetzt... Also. Genau, jetzt würden die Turbomotoren anstehen. Oder verschönern eins und beiden. Beides gleichzeitig geht natürlich auch. Ich möchte da nicht einen... Was sagt denn der Chat? Will der Chat erstmal was verschönern oder will der Chat... was will der Chat? Bänder upgraden. Dann kannst du meine upgraden. Wenn wir schon die Ressourcen dafür haben. Harddrives, stimmt, das Harddrive erforschen ist eine gute Idee. Haben wir schon einen MAM hier? Dann kannst du auch meinen MAM haben. Wo ist dein MAM? What a MAM, what a money good. Ja, wir haben nur einen MAM beim Hub, deswegen müsstest du einen neuen bauen. Echt? Wir haben nur einen MAM? Nein. Dachte ich. Ist das schon so weit gekommen? So ein kleines Mini-MAM. Ich weiß nicht, ob bei Florentin noch einen steht, aber wir hatten nur einen. Oh, ich das mal da hinten. Ich glaube, ich hatte keins, ne? Okay, dann ist das Einzige, was wir im Hub haben. Hub. Boah, das hier hinten. Aber nimmst du deine Sky Monorail Vorhaben? Mhm. Sky the Monorail. Ich wurde jetzt davon überzeugt, dass wir lieber zweigleisig fahren sollten, um die Gefahr von Zusammenstößen zu verhindern. Okay. Wie stehst du dazu? Das würde dann ja keine Monorail mehr sein. Weil es ja zwei Gleise sind. Duorail. Duorail wäre das dann. Ist das trotzdem im Bereich des Möglichen? Ey, alles ist möglich. Also du, ja, wir können machen, du kannst einfach auch sagen, worauf du Bock hast. Es war jetzt ja nicht in Versprechen, dass ich jetzt Pläne geschmiedet. Nee, also jetzt nicht unbedingt für jetzt direkt, aber ich hätte so grundsätzlich. So ein ja, besser, ich finde so ein schneller wäre schon schlecht. Ja, so ein wir sind ja einfach mal, als wir losgezogen sind, ins Unbekannte reingebaut haben wir ja. Wir wussten überhaupt nicht, wo es lang geht. Wir haben einfach Schienen gelegt, wie wir gefahren sind. Und jetzt wissen wir ungefähr, wie die Map aussieht. Deswegen ist es ja eigentlich immer total die Zeitverschwendung. Unnötigerweise, das alles immer, also könnte man eigentlich eine direkte Strecke bauen. Das ist richtig, dann würde ich mich dem nämlich auch mal gerne anschließen. Weil ich das Vorhaben dieser Duo-Rail nennen wir jetzt einfach mal so, wie es... Ja. Zu den Kopf kam. Würde ich so, aber ziehen, aber gerne auch kürzer als gerade eben. Und so hier ist die Drohne, die bringt, was bringt die nochmal? Die bringt diese Flüssigkeit oder was war das? Nitrogen Gas. Ja, Nitrogen Gas, ja, okay, Gas, keine Flüssigkeit. Aber ansonsten waren wir ja hier fertig, ne? Also wir haben hier unsere. Oh, war das geil das letzte Mal, als das dann alles funktioniert hat. Das war richtig befriedigend schön. Das war schön, ja. 1,5 die Minute mal 4, also 6. Boah, ist das auch so dunkel. Houston Modular Frame. Ja, bei uns auch. Ich sehe nichts mehr. Warum idlen die? Aluminium Casings fehlen. Ja, das Bauxit muss ja gleich geliefert werden. Ja. Dann müsste es wieder laufen. Das Bauxit ist nervig, ne? Wenn es läuft, läuft. Weil, also wir haben es ja ausgerechnet, müsste jetzt eigentlich gute Versorgung da sein. Ey Leute, ich muss hier irgendwie das abdunkeln. Ich sehe gar nahezu nichts mehr. Es wird gleich wieder hell. Aber sind wir denn... Ich kann mir auch ein bisschen den Tagrhythmus umstellen, ja. Ist denn das hier eigentlich jetzt alles fertig? Also wir haben... Alter, was wir alles gebaut haben, ich kann es... Wir müssen noch irgendwas upgraden, glaube ich, auf MK5. So. Irgendwelche Bänder müssen wir vielleicht upgraden. Ja, Bänder können wir upgraden. Die Miner können wir noch upgraden, aber da müssen wir alles neu ausrechnen. Wir haben jetzt die neuen Bänder freigeschaltet, die neuen Miner. Aber ich weiß nicht, ob wir uns dem schon mitnehmen wollen. Wer weiß das schon. Ja. Ach mal, ja, ich...
Also es ist ja eine komplett neue Produktion auch dann, die wir jetzt machen müssen. Also wir hatten gesagt... Ja, das ist richtig. Ja, also fangen wir da bei Null an? Ja, müssen wir, ne? Bauen wir zunächst einen Punkt. Also das was Neues aufbauen. Ja, also was heißt, immer wir wollten... Komm ich da nicht hin. Also was hatten wir jetzt gesagt? Florenti macht was von diesen, von den, Milestones? Das hatten wir noch nicht geklärt. Das war noch offen. Ach so. Also weil wir bekommen ja, also eins bekommen wir ja, diese Kästen, da brauchen wir 200 von. Und wo gehen die jetzt hin? Ach, du meinst die, achso, Entschuldigung, ich dachte, du meinst die Phase. Nee, Milestone, ich mach die linken beiden. Okay, wir müssen den ganz rechten. Wie heißt der noch? Das Turbo-Modul irgendwas. Was mit Turbo? Ja, Turbomotor. Ja, das, genau, Turbomotor. Wow, wow. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Kennst du das, wenn man so bei Mathe so die ersten fünf Aufgaben und hat man bei der sechsten so gesehen, so, boah, ist mir, oh ne, ey, der Aufwand ist mir zu groß, da fange ich gar nicht erst mit an. Ich gebe die Arbeit einfach so ab. Okay, ich habe Angst, dass der Vergleich irgendwas mit dem zu tun hat, was du gerade machen willst. Nee, ich meine nur diese, das ist halt einfach unfassbar. Ist das wirklich so schlimm? Cooling System, boah, das ist ja auch wieder mit diesem Nitrogen Gas. Aber Cooling System mache ich doch, ich mache die linken beiden. Ich mache die Stäbe und die Cooling Systems. Aber wir brauchen auch Cooling Systems für die Turbo-Geschichte da. Für den Turbomotor brauchen wir auch. Dann schicke ich euch die. Aber die sind wirklich aufwendig. Also ich glaube, das ist einfacher, wenn ich die mache und euch dann schicke. Du, voll gerne. Voll gerne. Da sagt Nils nicht nein. Dann ist das schon mal weg. Das ist halt echt, das ist ja nur ein... Also dieser Turbomotor besteht aus Cooling System, Radio Control Unit, Motor und Rubber. Okay, Motor und Rubber ist, glaube ich, relativ einfach im Vergleich. Okay, aber Radio Control Unit müssen wir dann machen. Und dafür brauchen wir auch wieder Aluminium Casings, Crystal Accelerator ist, glaube ich, auch recht easy. Das haben wir alles da, ja. Und Computer. Das haben wir doch sogar noch an der alten Base alles davon. Theoretisch, oder? Ja, das war irgendwann die Idee, das alles in der alten Base aufzubauen. Ja, in dem Moment, wo ich das gesagt habe, ist mir das auch bewusst geworden. Aber okay, das, ja, ach, Radio Control Unit. Ich meine, das Ding ist, vielleicht, wenn wir das alles schon haben und die Dinger sowieso nicht benutzt werden, wenn man jetzt nicht auf hundertprozentige Effizienz geht, sondern jetzt erstmal schaut, dass man genug bekommt für den Meilenstein, nämlich 100, dann können wir das wirklich vielleicht da machen. Was meinst du? Weil 100 kriegen wir, glaube ich, recht schnell, weil die ganzen kannst du theoretisch wahrscheinlich sogar. Obwohl, ne, 32 braucht der pro 2, also 16. Kriegen wir trotzdem hin. Ja, okay. Aber dann hast du ja das meiste da. Hast du ja richtig viel zu tun, Florentin. Ach, das geht. Das haben wir theoretisch auch alles drüben. Und Rubber auch, glaube ich. Ja, das ist gar nicht mehr so viel. Wir haben noch Alternativrezepte, theoretisch. Dann könnten wir keine, bräuchten wir keine Cooling Systems, habe ich gerade gelesen. Habe ich gerade geschrieben bekommen. Echt? Bin ich mal ehrlich. Ja. Vielleicht können wir noch ein paar Festplatten erforschen, um das dann ein bisschen die... Ja, das können wir machen. Wir bräuchten natürlich viele davon. Und die Chance zu erhöhen, dass wir die richtigen erwischen. Wir haben uns die Tabelle angelegt, also sonst verliert man den Überblick. Ich bin gerade dabei, die Cooling Systems zu bauen. Achso, wenn du dabei bist, natürlich. Ja, okay, das ist natürlich Hammer. Ja, die brauchen wir eh für weitere Sachen, von daher. Achso, na dann. Okay. Also, aber dann, das können wir dann ja wirklich den Rest, können wir zu Hause machen. Was haben wir denn noch? Wieder zurück. Bevor wir abdackeln. Naja, das ist jetzt ja, okay, das ist jetzt der letzte Milestone, ne? Genau. Und dann brauchen wir noch für die Phase da. Richtig, richtig viel. Wir haben schon über 3000 von diesem. Was ist das eigentlich? Das sind Magnetfeldgeneratoren. Da, die hast auch du gemacht, oder was? Ja. Florentin ist krass. Ey, ich habe so ein Gefühl, Florentin braucht uns nicht mehr länger. Naja, ich bitte euch, Magnetfeldgeneratoren, das ist ja nix.
Das rührt man einmal an und dann geht das von alleine quasi. Das stimmt. Was ist dieser komische Ball da? In dem Cube? Die können wir, glaube ich, erst nach dem nächsten Milestone erforschen. Ja. Plasma. Ach so. Die können wir noch gar nicht bauen. Ah, okay. Ja gut, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir zurückfahren und wir müssen nur gucken, dass was wirklich wichtig ist, dass Bauxit hier mal wieder ankommt. Da, ist das nicht Bauxit? Ist das nicht was? Magst du vorher vielleicht trotzdem mal in die MAM die Festplatte reinschmeißen und gucken, hab ich was du rausbekommst? Achso, was hast du rausbekommen? Es dauert 10 Minuten, bis es fertig ist. Okay. Ich habe nämlich auch noch eine, dann haben wir vielleicht doch eine Chance, was Cooles zu bekommen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Ersatz für die Kühlsysteme sein muss. Okay, wieso idelt das jetzt hier schon wieder rum? Mach du mal Fehlerquellenbehebung. Ich glaube, das wäre ganz gut. Und wir müssen auch irgendwie die Dinger dann, die Motoren. Nee, du willst diese. Ne, die neuen Frames müssen wir irgendwie in die Basis kriegen. Wegen des Wassers oder gut. Was? Die wollt ihr in die Basis schaffen? Oder du brauchst sie doch, oder? Oder willst du dann. Ja, ich brauch sie. Okay, wir dann nur mit Drohnen. Ja, okay, da machen wir nur Drohnen. Also, ich meine, ihr könnt sie auch in die Basis schaffen. Die Frage ist halt, ob das jetzt ja, ein Rohstoff ist, den man mal so. Ja. Gute Frage. Warum Containern einfach so vor sich hin containert. Das hat doch alles. Liegt das an dem Wasser? Nee, warte mal, das ist voll. Weil du voll bist, oder was? Ja. Alles voll. So. Hier wird nur noch rumgeeidelt. Ey, das ist ja wirklich, hier ist wieder alles zum Stillstand gekommen. Ja, da kümmern wir uns jetzt drum, das wird gar kein Problem. Aber wenn man mal so nach einer. Oh hier, das ist yay. Research is complete. Yay, was ist das? Lauf mal dahin. Fahr mal hin. Bin gleich da. Jetzt könntest du auch die zweite Festplatte reinpacken, Nikola. Ah ja, sehr gut. Ich bin auch gleich da. So, was haben wir denn Feines? Oh, okay, wir dürfen was auswählen. Oh, wow, ich glaube, das wird euch freuen. Und zwar, wir haben drei alternative Rezepte. Das eine ist, Achtung, Cooling Device. Und zwar können wir das mit Heatsink, Motor und Nitrogen Gas, können wir ein Cooling System bauen. Ah. Oder ja. Encased Uranium Cell. Alternativrezept oder Circuitboards, die brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir Circuitboards? Die brauchen wir für das was brauchen wir Circuitboards. Ich glaube für Signale und so ein Kram, ja. Aber sonst brauchen wir die eigentlich nicht so weit, ich weiß. Also, Chat sagt das in der Mitte. Alle anderen sind blöd, sagt Chat. Okay. Das wäre. Relativ eindeutig. Das wäre, wie gesagt, Encased Uranium Cell. Aber ist das nicht was Florentin für dieses Atomkraftwerk irgendwie benutzt? Oder was ist das? Ja. Das ist ein Rohstoff der Brennstäbe. Hast du da Interesse dran? An einem Alternativrezept? Wenn der Chat. Ich kann sowas sehr schwer einschätzen. Wenn der Chat sagt, das ist das Beste, können wir das. Naja, um ehrlich zu sein, gerne hat nur nehmen. Einer was ich gesagt. Weiß es nicht genau. Achso, okay. Big Alfie hat es gesagt. Ach, und Marcel Lauber meint, Cooling Device ist auch ganz nett. Aber brauchen wir nicht das Cooling Device jetzt schon wieder für die nächste? Ist es nicht das, also, was ich bin halt gerade 80% der Produktionskette der Cooling Devices durch. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal alles abreiße und alles nochmal komplett neu war, aber ihr könnt es gerne nehmen. Okay. Also, ich weiß nicht, wie das da am besten läuft dann. Okay, dann nehme ich jetzt das und dann bitteschön. So, ich hoffe, ihr freut euch. Hoffentlich freut ihr euch jetzt. Kann ich eigentlich noch machen. Wie wir einfach immer noch nicht alles erforscht haben. Das ist schon interessant. Oh, Turbofuel. Mit Turbofuel kann man doch bestimmt.
dann vielleicht schneller fliegen oder so. Ey, wir brauchen Turbofuel. Ja, das müssen wir noch machen. Wie baut man sowas? Okay, gut. Dann muss ich jetzt nochmal reparieren, denn hier wird nicht gebaut. Ich weiß nicht, was ist denn hier kaputt gegangen? Irgendwas ist bei unserer Riesenfabrik. Irgendwo ist der Haken drin. Was fehlt denn genau in den Fabriken für Ressourcen? Ich habe noch nicht gesehen, was fehlt, aber es passiert gerade einfach nichts. Es steht einfach alles komplett still. Ich habe noch nicht entdeckt, wo der Haken ist. Also vorhin haben Aluminium-Casings gefehlt. Ich weiß nicht, wie, weil... Weiß zufällig jemand, wie man das baut, dass man den Eingang oben hat? Also, dass ich hier den Eingang oben habe? Weil ich kann das ja hier nicht ansetzen, weil es muss ja so ein bisschen über die Kante gehen. Gibt es eine Möglichkeit? R. Vielen Dank. Perfekt. Dankeschön. Es ist R. Da müsste ja... Ja. Zu viel Aluminium? Ja. Flash? Für keine Tanks oder sowas? Das habe ich geflasht und jetzt? Ist jetzt wir haben nur... Wasser-Tanks haben wir, aber keine Aluminium-Tanks. Ich habe die geflasht. Ist jetzt was? Ja, jetzt, nee, warte. Es kommt auch nichts raus. Ja. Muss ja hier Silizium rauskommen. Da kommt es nicht, weil es viel Aluminium drin ist. Ja, dann würde ich vielleicht noch einen Abfluss bauen, dass, wenn zu viel da ist, dass es auch noch in so einen Tank läuft. Ja. Wäre gleich am sinnvollsten, oder? Wir müssen, es ist zu viel Wasser am Kreislauf. Ich glaube, das ist hier falsch eingestellt. Wasser? Bitte? Ich dachte jetzt an zu viel Silizium. Hier, Aluminium-Solution, dachte ich. Ja, jetzt kommt es wieder raus, guck. Nils, guck, jetzt kommt's. Jetzt wurde zumindest was losgeschickt an. Ja, jetzt kommt ein bisschen was raus. Und hier kommt jetzt Aluminium Solution rein, ja, okay. Genau. Sag mal, wenn man die dann irgendwann auskippt, wo kommt die denn hin? Ja. Hoffen wir mal, dass wir sie auch kippen müssen. Ja. Fort. Schwierig. Alternativrezept bräuchten wir, ja, gut. So, was staut sich jetzt hier? Die reichen auch, ne? Die Vierer. Achso, das ist alles voll. Okay, ist alles voll, das ist alles voll, das ist alles voll. Da geht ein Band nicht. Ach man, warum geht das Band nicht? Welches? Ja, das Band geht hier nicht. Aber warum? Ich weiß es nicht. Why? Das ist so alles wunderbar. Ja, okay, mal machen. Ach ja. Da kommen die Casings raus. Das war alles richtig. Das kann auch nicht sein, dass da jetzt... So. Mach mal so. Sieht zwar nicht so hübsch aus, aber... Naja. I don't get it. Jetzt passiert was. Ja, okay, dann lag's da dran anscheinend. Aber das ging auch das letzte Mal. Okay, da geht's jetzt wieder durch. Boah. Naja, jetzt läuft's wieder. Okay, wir sollen noch ein bisschen was upgraden, oder? Nee. Die ganzen erfahrenen Satisfactory-Spieler sind alle natürlich so ein bisschen... Oh. Wie so, wenn du eine scheiß Frisur hast und du kommst zu einem Friseur und der guckt dir deine Haare an und denkt so, oh, ich würde das so gerne einmal richtig machen. Ja. Yeah. Und du sagst so, nö. Okay, da kommen jetzt die Dinger wieder. Sehr schön, also das geht jetzt wieder los. Oh, herrlich. Aber Nikola, war es wirklich das fehlende Bauxit und dann dieses eine Teil da? Nee, das Bauxit war eigentlich fast auch genug da. Wir hatten noch einen guten Rückstau an Silizia. Aber es war wirklich noch dieses blöde Band, was nicht. Das ergibt einfach keinen Sinn. Egal. Jetzt geht wieder alles. Na gut. Aber trotzdem finde ich alles, also auch hier so der letzte Abschnitt,
Das ist mit diesem Tank natürlich jetzt extrem hässlich. Obwohl es geht, so hässlich ist es gar nicht. Hast du eigentlich ganz gut gemacht. Ansonsten finde ich, ist das echt gut geworden. Ich bin mit, also ein bisschen stolz bin ich auch, wie wir die ganzen Bänder geführt haben. Das sieht alles eigentlich ganz gut aus. Die sind nicht kreuz und quer, die sind alle geordnet. Wie so ein. Kennst du diese Bilder auf Reddit? Wenn die manchmal so von so Leuten, die Ahnung haben, so richtig perfekt geführte Kabelschächte und so weiter haben, nach Farben sortiert, alles ordentlich. Und dann, weißt du, so fühlt sich das gerade an. Man denkt sich so, ja, ich habe es halbwegs schön gemacht. Damit bin ich recht happy. So. Das sieht katastrophal aus. Ganz ehrlich, sagt Big. Big Alfie ist, also ich bin es ja gewohnt so von Nesis und so, dass sich das da immer so Kommentare kommen. Aber Big Alfie ist neu. Also Big Alfie ist jetzt im Kreise der Kritiker, hat sich neu hervorgetan durch Unzufriedenheiten. Aber ja. Moment, habe ich hier gerade... Guck mal, man kann Fließbänder richtig gut benutzen, um schnell zu reisen. Weil man die Geschwindigkeit aufrechterhalten kann, wenn ich hier drauf bin, dann fliege ich auch so schnell. Kann man richtig gut lenken. Wow, das ist ja geil. Vielleicht kann man das irgendwie gut ausnutzen. Oh ja, jetzt kann ich ja vielleicht mal, wenn ich jetzt in die Base gehe, kann ich direkt mal 400 Electromagnetic mitnehmen. Wie viel haben wir? 300? Oben haben wir auch noch ein paar, dann kann ich die direkt einfügen. So, hier hatten wir... Nee, wo hatten wir noch welche? Ich glaube, einen Stock drüber, ne? Habe ich die überhaupt... Doch, hier haben wir auch noch welche. 400, wunderbar. Ah, die haben wir ja reichlich. Die haben wir ja reichlich. So, dann können wir in der Zeit... Ja, wir können leider nicht während der Fahrt planen, was sehr, 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 sehr schade ist an diesem Spiel. Aber ist okay. Wir wissen, wir werden erstmal 7 Raffinerien bauen müssen, ne? Sehe ich das richtig? Sieben Raffinerien. 7 Raffinerien. Dann Silica aus Quarz. Ist wahrscheinlich eine normale Produktion. Ich glaube, das ist dann alles nicht mehr so relevant. Lass uns mal einfach mal 10 davon noch mit aufbauen. 10 davon. Einfach, dass wir mal so ein bisschen einen Grundstock haben. Und dann begebe ich mich auf die lange, lange Fahrt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Discord posten und ihr dann sozusagen über Nacht wie die Heinzelmännchen das fixt. Und dann kommen wir irgendwann auf den Server und dann ist alles fertig. So, das war die Idee. Aber wir wollen natürlich erstmal alles selber machen. Wir wollen ja nicht irgendwie die Arbeit von euch erledigt bekommen. Das wäre eher nur so... Das wäre ja nur eine Kopie des Servers. Das wäre nicht der Originalserver. Dann könnt ihr alles, was euch triggert, könnt ihr dann da einmal loswerden. So. Oh, jetzt war was Schönes. Okay. Zumindest erstmal. Ich glaube, ich habe überhaupt nicht genug von den. Nicht im Ansatz genug von den Platten. Oh, MAM ist fertig.
Bist du in der Nähe oder soll ich gucken? Das war mal. Ja, guck bitte mal. Ich bin gerade relativ weit weg. Bin gespannt. Was wird es sein? Warte. Oh, also Alternative für Instant Scrap. Alternative Quickwire Stator. Okay. Das ist dieses. Hatten wir das schon? Das ist halt. Was ist das? Ganz kurz, ihr habt jetzt ein Cooling System Alternativrezept genommen? Nee, wir hatten jetzt das andere genommen. Ah, welches habt ihr genommen? Dieses, was du auch brauchst, Uranzellen da oder was? Ah, cool. Fuel Rods? Nee. Okay, die Leute sagen alle Stator. In case. Der Chat schreit Stator. Das haben wir genommen. Das ist alles ganz schön kompliziert. Okay, cool, schau ich mal an. Also, dann nehmen wir hier, ich sehe der hier Big Alfie, unser größter neuer Kritiker. Ich weiß jetzt nicht, wie sich Anso Leonesis fühlen sollen, wo sie jetzt eigentlich nicht mehr Hauptkritiker sind. Aber dann nehmen wir Stator. Ist das okay für euch? Ist euch wahrscheinlich total egal, Hört sich gut an. Ich habe keine Ahnung, was ich darunter vorstellen kann, aber. Klingt gut. Das klingt aber so bedrohlich. Stator. Ja, alles mit Ohrendung ist irgendwie immer so aggressiv. Stator. Ja. Stator, Rator und Motor. Ja, das, also da, ja. Es sind immer so, okay. Ach, es ist natürlich schwer. Also es gibt auch dieses, das ist natürlich auch nicht schlecht. Was ist das? Bauxit, Kohle, Sulfur, Water zu Scrap. Und das ist Modular Frames, Steel Beams und Rubber zu Versatile Frameworks. Sind alle Quatsch, okay. Okay, WoW, ein neuer Contester, WoW-Kunge. Das ist wie so... Oh ja, der ist sehr, sehr kritisch, den kenne ich auch. Oh, kennst schon, du WoW-Kunge? Ja. Ich glaube, der hat mich jetzt aufgegeben und kritisiert jetzt dich weiter. Okay, jetzt habe ich dich hier. Hi, Kunge. Das ist ja so geil. Wie so eine Herde Brachiosaurier, die alle auf so einem riesigen Plateau stehen, weil die zur Paarung eingetroffen sind. Die stehen da alle, aber die Paarung funktioniert, indem sie alle kritisch diskutieren. Wer es schafft, das Kritischste zu sagen, bekommt die Partnerin. Und dann stehen die Brachiosaurier mit ihren langen Hälsen. Und viele haben auch so kleine Brillen oder Monokel auf. Und die stehen da und die ganze Zeit sind die einfach nur sehr kritisch. So, das ist deren evolutionäres Paarungsritual. So. Ich nehme jetzt das hier. Nicola mag mich, sagt Kunge. Nicola? Stimmt das? Ja, bisher kann ich nichts Negatives aus. Sagen. Das passt schon. Wie kommst du jetzt auf Brachiosaurier? Einfach der Gedanke, weil einfach, stell dir einfach in deinem Kopf riesige Herde Brachiosaurier vor, wie die einfach kritisch gucken und diskutieren. Vergiss, ich kann es nicht erklären. Es steckt immer in Saurier. Das ist entweder es ist in deinem Kopf oder es ist nicht in deinem Kopf. Ich habe noch nichts geleistet. Ich fühle mich so schäbig. Ich habe nichts gemacht bislang, außer prokrastinieren. Und am Anfang steht ja immer die Gedankenleistung, Nils. Das ist ja immer am Anfang. Bist du da in einem Gedankenpalast unterwegs, weißt du, das dauert ein bisschen, dass man da rauskommt. Das hast du vielleicht verirrt auch da drin. Noch nichts gemacht in 20 Tagen folgen Satisfactory. Okay, Nesis ist wieder auf Platz 1 zurückgekehrt. Der Thron der Kritiker geht wieder an Nesis. Ja, den kann man jetzt aber nicht absprechen. Der ist so gut da drin. Oh Gott. Hoki sagt, nein Nils, dein Wert als Mensch misst sich nicht an deiner Produktivität. Dankeschön, Hoki. Hoki ist immer wieder dafür da, um mich emotional zurückzuholen ins Leben. Das ist nett. Weißt du, wo ich gerade bin, Nils? Ich würde es so gerne wissen. In der Fabrik der Träume. Ernsthaft? Was machst du? Ich schau mal wieder vorbei. Schön. Ich hole mir einfach mal wieder ein paar Slabs. Immer wenn ich hier vorbeikomme, schaue ich mir einfach ein paar Slabs. Ah, das ist schön. Weil ich sag,
Fabrik der Träume hat viele Fehler und Makel, aber Slabs gibt es nirgendwo besser. Aber sind wir nicht alle aus dem Makel heraus geboren? Sind wir nicht alle Makel? Sind wir nicht einfach nur alle Stufen auf dem Weg zur Makellosigkeit? Und gucken wir nicht alle zurück die Stufen hinab und denken, haha, diese Stufe unter mir ist aber voller Makel. Und dann fühlen wir uns besser und makellos. Aber wir wissen ganz genau, dass die Stufen, die nach uns kommen, mit der gleichen Abschätzigkeit auf uns herabschauen werden. Das stimmt, ja. Nee, du hast recht. Der Makel macht's aus. Diese verdammten Schnecken, ey. Die stopfen mir immer mein ganzes Inventar voll. Wirklich, die sind so klein, aber du musst halt eine komplette Hosentasche für eine Schnecke quasi belegen, weil du da eigentlich nichts anderes mehr reintun kannst. Weil es halt alles voll schneckt. Schneckt alles voll, ja. Das wird, ist ja auch, ist da nicht so ein dickflüssiger, schleimiger Klebesud auch noch dann überall in den Taschen? Ja, ja. Oder dann so auch so, dann, wenn du dann ein paar Kekse noch da reinpacken willst für später, oh, dann sind die so Vorsicht, richtig... Vorsicht, Vorsicht. Ja. Aber das Gute ist halt, wenn sie die Schnecke abhaut, kannst du sie relativ einfach finden. Weil sie hinterlässt halt direkt diese Spur. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, das ist echt gut. So, es wird gebaut. Schön, Bauks. Ich baue auch jetzt einfach, ich mache jetzt einfach mein, ich beschäftige mich selbst, indem ich erstmal schön mache. Dann finde ich erstmal zu mir selbst in Schönheit. Und dann werde ich auch wieder produktiv. So, erstmal machen wir das jetzt hier schön. Einfach diese Durchnudelung der Landschaft, die wir hier gebaut haben. Einfach diese ganzen Fließbänder, Kabel, alles einfach. Ja, ist echt fürchterlich. Gott, ich hoffe, dass da nicht irgendwann so ein Aufseher von unserer Organisation mal vorbeikommt. Ja, ja. Ey, das ist so wie früher, wenn die Mutter ins Kinderzimmer kam und man hat, es war einfach ultra ekelhaft versifft. Ey, das hatte ich heute Morgen, ne? Ja. Und zwar kam, deine Mutter kam heute. Nee, heute Morgen kam der Heizungsfachmann. Oh ja. Mhm. Oh. Und ich habe ja gestern lange gestreamt. Und war dann dementsprechend auch noch. Ich hatte gestern Civ-Event mit den Pizza, war richtig cool. Dann habe ich. Bist du dann irgendwann um 12:30 mit dem Stream fertig und dann kann man ja nicht sofort pennen, dann. Und irgendwie ein bisschen was gucken oder whatever, bis man dann so pennt und so. Und, der Heizungsmann wollte um 11 kommen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich penne jetzt mal bis 10:30, dann mache ich eine halbe Stunde, räume ich noch auf, um das repräsentativ zu machen, weil es hier gerade, weil ich hatte auch neulich so einen eBay-Stream, wo ich für Kleinanzeigen Sachen verkauft, habe ich meinen ganzen Keller durchwühlt, das sieht hier alles aus, es sieht einfach aus wie als wenn hier irgendwie was explodiert ist. Es sieht fürchterlich aus im Keller. Aber die Heizung ist ja im Keller. Der musste hier in den Keller und ich wollte noch ein bisschen aufräumen. So, pass auf. Und dann stelle ich mir den Wecker um 10:30. Aber stellt sich raus, der Heizungsmann war, bevor er hier bei mir war, im Haus meines Vermieters. Der wohnt hier in der Nähe. Mhm. Und dann ist mein Vermieter, der bei mir angerufen und dir geklingelt und ich habe nicht aufgemacht, weil ich ja gepennt habe mit Ohrenstöpseln. Und dann ist er hier ins Haus rein. Was? Und dann stehe ich da. Weil er dachte, ich bin nicht da. Und dann, wenn ich nicht da bin, dann. Der kann doch nicht einfach so Leute in deine Wohnung lassen. Ja. Ernsthaft? Das wird aber auch schon mal gemacht. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen so abgesprochen, dass, wenn ich das irgendwie beruflich nicht. Wenn ich nicht da bin oder so, dass er das dann machen kann. Weil es ging darum, dass die Heizung musste irgendwie repariert werden. Bisschen so abgesprochen? Ja, es war ja eigentlich auch nicht jetzt absehbar, dass ich dann irgendwie nicht da bin. Na, jedenfalls habe ich ja nicht aufgemacht und bin auch nicht ans Telefon gegangen, weil ich ja geschlafen habe. Und dann stehe ich auf und gehe die Treppen runter und merke so, okay, warte mal, der Typ, der ruppelt doch was, der ist schon da. Und dann gehe ich in den Keller und dann sitzt da der Heizungsmann und baut an der Heizung rum. Oh, und ich so, hi, und sie, kann ich Ihnen was anbieten, wollen Sie einen Kaffee? Und dann will ich die Kellertreppe hochgehen und dann steckt oben aus der Kellerfenstertür im Erdgeschoss, steckt mein Vermieter seinen Kopf mir entgegen. Ach, hallo.
war der auch hier, während ich gepennt habe. Und ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen aufräumen, weil ich hatte halt hier im Keller rumgewühlt und in alten Kisten Sachen für diesen Kleinanzeigen-Stream rausgesucht. Deswegen sah es wirklich einfach komplett scheiße aus. Mein ganzer Streaming-Raum ist voll gemüllt. Ich habe gestern Abend dann hier einfach, ich hab dann einfach hier alles so gelassen. Es sieht einfach so scheiße aus. Aber man sieht es nicht, weil ich den Greenscreen habe. Ey, und da sieht man so eine tropische Insel. Und der Vermieter dachte, wow. Ja. Oh Gott, und das will man ja nicht unbedingt. Wenn mir das passieren würde, ich würde das sofort ausziehen. Also allein die Vorstellung, dass das überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten ist, dass da jemand random in die Wohnung gelassen wird, auf gar keinen Fall. Ja, aber wieso kommen die dann auch so viel früher als abgemacht? Das ist halt, und dann Vermieter schon, und, das ist wie wenn die Mutter und der Lehrer gleichzeitig wirklich bei dir zu Hause auftauchen. So, Leute, oh, what the so fuck, das ist einfach zu viel. Das ist wirklich die maximale Schamattacke. Naja, und er hat aber auch noch so ganz charmant gesagt, ach, ich glaube, ihr müsst anbauen. Und was er damit eigentlich meint, ist, dass hier alles zugerümpelt ist. Zu viel Müll. Ihr müsst anbauen an so eine Müllhalde. Das wäre, glaube ich, gut. Naja, so war mein. So bin ich heute Morgen aufgewacht. Ja, und so kommt das, dass dann nächste Woche in der InTouch steht: Nils Boomhoff lebt im Müllloch. Heizungsinstallateur sagt aus. So, der verkauft das natürlich direkt ja. weiter. Ja. Ist ja klar. Ja. Naja. Der wird es niemals vergessen und der wird es immer weiter erzählen. Ich war mal einmal bei Nils Boomhoff zu Hause und da war alles voller Marmelade. Einfach so, egal was du da findest, wenn du mal bei so einer Legende zu Hause bist, du wirst einfach dich immer dran erinnern. Ja, ich befürchte auch. Ach Gott, ja. Naja, ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen. Ja, wir fühlen uns jetzt besser in unserer Welt. Ja. Ist es nicht absurd, dass, wenn jemand anderem was Unangenehmes passiert, man sich besser fühlt, weil offensichtlich ja die Empathie weniger stark ausgeprägt ist, als das Bedürfnis, nicht der größte Depp zu sein? Ja, das stimmt. Das ist ja auch die Idee von Empathie. Du willst dich in andere hineinfühlen, damit du weißt, oh, denen geht's schlechter als mir. Dann passt alles. Das ist ja der eigentliche Motivator. Man heuchelt dann immer so, man spielt dann immer so Mitgefühl, dabei denkt man sich eigentlich, bei mir ist immer alles aufgeräumt. So, jetzt habe ich kein. Ach, jetzt bin ich schon wieder zur Tatenlosigkeit, verdammt. Und zu Geschichten erzählen ist doch auch schön. Ja, vielleicht ist Nils gar kein Ingenieur. Ne? Oh, schwerer Vorwurf. Aber. Nun. So, jetzt haben wir langsam die Rohstoffe alle zusammen. Es geht ja immer um Bauxit, ne? Am Ende geht es immer um Bauxit. Ab einem gewissen Alter interessiert man sich auch nur noch für Bauxit, ne? So in den Jugendjahren Kupfer, Eisen. Aber irgendwann gibt es halt nur noch Baux. Das stimmt. Es gibt ja auch, kennt ihr diesen Comic-Strip? Was am Anfang geht es nur so Eisen, Kupfer, dann irgendwie Kupfer, Eisen und dann am Ende nur noch Bauxit. Wisst ihr, wovon ich rede? Der Satisfactory Comic Strip, ja. Ja, ja, ja. Der eine da. Ja. Wo die erst so aufrecht laufen und dann immer so gekrümmter. Ja, ja, ja. Um sich dann am Ende dem Bauxit zu widmen. Ja, der ist super, der Comic Strip. Das ist schon traurig. Der ist super. So, neues Stockwerk wird eröffnet jetzt. Ein neues Stockwerk in meiner Fabrik. Oh, ernsthaft? Wie viele Stockwerke hast du denn schon? Hat hier zum Versuch kommen. Vier, glaube ich. Vier Stockwerke? Ja. Jetzt kommt aber wieder ein schmales. Ich habe ja immer abwechselnd breit, schmal, breit. Und jetzt habe ich wieder eins, wo ich weniger Platz habe. Also es ist angespannt, die Situation. Oh Gott, ist das weit. Shit.
Ach, okay, Nikola, ich glaube, ich komme mal gleich wieder zur Base nach Hause. Ich kann, also jetzt habe ich, gebe mir hier das Eisen aus, ich will alles schön machen. Wo bist du denn gerade? Ich wollte hier einfach das schön machen. Ja, schön machen ist immer ein bisschen, das muss ich auch gerade erleben, wie schwer schön machen ist. Ja, es ist nur deshalb schön, weil ich nicht die Materialien habe. Was ist das denn hier eigentlich? Was habe ich eben hier gesnackt? Snack ich mir die ganze Zeit. Sind das Iron Plates? Jetzt wird's genial. Das sind ganz normale Iron Plates, genau, die wollte ich doch haben. Wo kommen die denn her? Kommen die hier raus? Ja, die habe ich gesucht. Ja, warte, das, da, die snack ich mir mal kurz weg. Das, wo gehen die hin? Kann ich mal kurz die komplette Produktion hier aufhalten? Das geht in die Eisenverbindung, ist mir doch egal. So, ich snack die jetzt hier weg. Pass auf. Ich hol mir die hier raus. Alle einzeln. Pass auf. Die habe ich gesucht. Deswegen. Ah, hier sind nur so wenige. Ich habe viele Batterien, also ich kann auch noch, glaube ich, viel mit Drohnen machen. Na, shit. Und hier? Du hast viele Batterien? Ja. Ah, da kann ich noch klauen. Ich klaue jetzt hier mal was. Ich mach mal was für mich jetzt. Ja, was? Ja. Ja, ist so. Ich habe keinen Bock hier ständig irgendwie. Nö. Ich brauche jetzt was zum Schönmachen. Ist mir egal. Jetzt, du hast ja auch eine Vorbildfunktion, ne? Ist ja schon klar. Ja, weiß ich. So. Geil. So. Zack, rein da. Wie schnell geht das? Ah, passt schon. Geil. Die knabbe ich mir alle ab. Darf ich nur nicht vergessen. So. Boah, was wir hier gebaut haben, das ist einfach zu krass. Ja, wir kriegen hier eifrig Tipps. Zum Beispiel, wir könnten in der Mainbase, wo die Hauptlager voll sind, könnten wir die alle in die Ticketautomaten anschließen. Das stimmt natürlich. Das können wir wirklich gut machen. Übrigens, Maru, ich habe deine Geschichte gelesen, sehr lustig. Aber wir haben wir nicht fast alles schon irgendwie? Haben wir noch richtig geile Sachen, die wir brauchen? Ja, das Ei. Nee, was war's? Das goldene... Die Nuss. Nuss. Nicht, weil die Nuss ist so ein Prestige-Objekt. Ist halt die Frage, ob wir Interesse an Prestige haben oder nicht. Früher oder später, ja. Aber aktuell überwiegt die Not, ne? Ja. Prestige muss man sich auch leisten können, einfach. Oder? Auf jeden Fall. Wir sind noch nicht angekommen. Wie war das System jetzt nochmal? Ich vergesse immer wieder mein eigenes System. Ah, das kenne ich. Ey, wo ich euch beide jetzt beisammen hab, kann ich euch nochmal interessieren für eine Runde Grounded? Oder ist das was, wo ihr sagt, so, ja, nee, sehe ich mich hier nicht? Ist das das, wo man Bauxit abbauen muss? Ja, da bist du Bauxit-Minenarbeiter. Also ist okay, Prinzip, ja, cool, ich bin dabei, sofort. Aus der Sicht eines Minenarbeiters. Genau. Nee, Grounded ist das, wo du geschrumpft bist. Und da musst du so, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und dann musst du so ein bisschen looten, craften, Base bauen, gegen Insekten kämpfen und so ein Kram. Ist auch eine Story. Und das ist Multiplayer bis zu 4 Spieler. Oh Gott, die Begeisterung überschwemmt mich. Wow, ganz kurz. Ich kann nicht alle auf einmal jetzt. Jetzt muss ich auslosen, wer mitspielen darf. Okay, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die Resonanz so krass ist. Ja, der letzte, da heißt es ein Titel, den es gibt, von daher ist es schon bewusst sein, dass da so eine Resonanz kommt.
Nochmal was? Das ist. Ist egal. Ey, das ist aber. Ich überlege mir, was ist das Unangenehmere, die unangenehmere Ablehnung? Wenn jemand ganz offensichtlich lügt, wenn jemand, also Interesse heuchelt und man weiß genau, okay, der denkt sich in dem Moment, leck mich, oder wenn er es ehrlich sagt, nee, oder das dritte, Schweigen. Was ist das Unangenehmste? Ich glaube, Schweigen. Ist das so? Meinst ja, aber Schweigen ist ja schon auch eine Antwort, oder? Also du Schweigen ja ist auch Zustimmung. Kann auch Zustimmung sein. Ja, aber Schweigen ist Zustimmung. Schweigen ist Zustimmung. Also, damit willst Schweigen du nicht zitiert werden, Nikola. Schweigen ist Zustimmung. Ja, also, ich sehe da gar kein Problem. So triffst du also deine Entscheidung in der Gruppe. Ja. Wenn ich schweige, weiß jeder, okay, Nikola ist einverstanden. Erstmal schön, der Rest ist mir egal. Okay, also Grounded ist vom Tisch. So, jetzt können wir nachgucken. Habt ihr schon mal prokrastiniert, indem ihr Wände gebaut habt? Nee, oder? Wände? Mhm. Ja, mache ich tatsächlich auch ganz gern. Die Prokrastinationswand. Habt ihr denn schon diese Glaswände und so mal ausprobiert? Nee, das, daher, das ist ja das so ein bisschen, wo ich gerade versuche, ob ich hier mal was Cooles bauen kann. Die Fabrik ist ja fertig, im Grunde genommen, deswegen würde ich gerne hier mal irgendwie jetzt, keine Ahnung, was Cooles machen. Sie noch höher? Das reicht doch eigentlich. Obwohl, die muss noch höher. Scheiße, und zwar richtig viel höher. Oh Gott. Wir machen das jetzt einfach schön. Da könnte man doch eigentlich auch ein geiles Format draus machen, oder? Indem man sagt, pass auf, Satisfactory. Wir machen das in. Oh Gott, ich sterbe. In, was ich, 2, 3, 4 Teams. 2, 3, 4 Leute. Und dann geht es darum, okay, wer zuerst einen Meilenstein erreicht oder sowas. Oh ja, das finde ich. Nils, weißt du was? Das hat mir eventuell sogar für Haus an Haus geplant. Oh, wow. Ernsthaft? Naja, aber nicht mit Satisfactory, sondern mit einem anderen sehr vergleichbaren Spiel. Du, ey, warum Worms? Ist immer über. Ja. Worms. Genau. Endlich Worms. Das ist ja lustig. Aber nicht weiter sagen. Das ist unser Geheimnis. Nö, ist ein Geheimnis, klar. Haus an Haus am Wochenende übrigens. Nee, steht schon im Forum. Wir machen nämlich in Factorio einen Wettlaufmodus, wo die Community mitspielen kann. Je nachdem, welche Community schneller ist, kriegt dann das jeweilige Team Punkte. Ach so, okay. Ja, da hat Rocket Beans aber ein paar Hardliner hier in der Community. Das, ja, das haben wir. Nesis ganz vorne. Oh, endlich kann Nesis mal. Die ganze Bande hier: Nesis, Ansuil, ja, hier WoW. Alle können sie jetzt dabei sein. Oh, das wird super. Bin auch mal gespannt, wie das aussieht am Ende. Ich freue mich da richtig drauf. Hoffentlich ist. Ah, ne, das ist, glaube ich, nicht in meinem Slot. Ich moderiere ja auch einen Slot. Ja. Aber ich glaube, dass dieses Spiel ist da nicht drin. Sonst hätte ich das vielleicht irgendwie schon mal gesehen. Und dann kann ich leider nicht kommentieren, wie Nesis und Ansuil quasi mal arbeiten. Das würde ich gerne mal machen. Wie belastbar ist dieses Wasserrohr hier? Das ist
kann man eigentlich unmöglich sagen. Das muss man ausprobieren. Diese Flüssigkeiten. Darf ich da jetzt wieder mit rumschlagen? Das ist wie wenn ich jetzt nochmal in die Schule gehe und Stochastik mache. Und ich weiß, nee, das habe ich damals schon nicht verstanden. Und jetzt einfach nochmal. Habe ich da so irgendwie durchgemogelt, irgendwie den Abschluss erschlichen. Durch Erpressung der Lehrer. Ja. Und jetzt heißt es, ach nee, Herr Wild, das haben Sie ja damals schon gemacht, Stochastik. Ja. Das können Sie doch jetzt einfach nochmal. Erklären Sie doch mal, wie. Aber das Wort Stochastik ist auch schon so scheiße. Ja, das ist schon. Alles, was schwer auszusprechen ist, ist auch einfach schwer. Ja. Da merkt man schon, oh, das ist nicht für den Menschen gemacht. Das ist was für Computer. Das ist gar nicht. Menschen können das nicht mal aussprechen. Ja. Wirklich wahr. Oh Gott, ich habe wirklich teilweise so. Noch so manchmal so Albträume. Dass ich in der Schule bin und muss Mathe-Klausuren schreiben. Oh ja. Wie demoralisierend muss das eigentlich für Schüler sein, wenn sie hören, ständig von Leuten, die einen Abschluss haben, hören, oh, ich habe immer noch Albträume, dass ich in der Schule bin. Und die so, ja, jeden Tag um 8 Uhr. Ja. Ja, aber das ist ja auch so ein Scheißsystem, ey. Allein dieses frühe Aufstehen. Ich weiß noch genau, was ich für einen Wecker hatte und wie der geklungen hat und so. Ja. Ich war immer so scheiße müde und dann kommst du dann in die Schule und dann musst du da noch Bus fahren und dann keiner in den Bus. Ich musste mit dem Fahrrad noch durch den Schnee fahren auf Eis. Das war ganz gut. Ja, die Phase hatte ich auch. Ich hatte eine Fahrradphase und eine Busphase. Und Fahrrad war eigentlich geiler, weil das... Ich weiß noch, da ging es relativ lang bergauf, die eine Strecke. Aber es macht so keinen Bock, im Schulbus zu fahren. Weil es gibt immer Arschlöcher irgendwie. So, das ist... Die Stimmung ist scheiße, weil keiner Bock hat irgendwie. Ja, es ist... fühlt sich wirklich an wie so ein Grubenwagen. So ein Schulbus ist wie so ein Aufzug. Oder 20 Leute okay. Unter Tage eingepfercht, nach unten gekarrt werden, damit sie da irgendwie Kohle. Ja. In die Wissensmine. Hat sehr gut zusammengefasst. Ja, hast du nicht erzählt, dass du in so einem Kurort in den Alpen in die Schule gegangen bist, Nikola? Stimmt, du kannst hier überhaupt nicht mitreden. Ey, Berchtesgaden ist super. Stimmt, da war. Du da immer mit Alphorn irgendwie vorbei an den Ziegen. Grüezi miteinander. War keine Chance. Hast du keine Chance gehabt, da hochzukommen. Das war super. Sind wir, glaube ich, eine Stunde zu spät gekommen zur Schule, weil der Bus nicht den Berg hochkam. Oh, war schade. Das ist schrecklich. Ihr habt euch wahrscheinlich richtig geärgert. Ja. Ah, ärgerlich. Ja, ich wünschte, ich könnte was tun. Ja, du kannst was tun. Du kannst anschieben, Nikola. Kannst anschiebe. Mein Arzt hat gesagt, ich soll nicht schieben gerade. Ja. Ja. Nee, war super. Ich fand's toll. Aber ja, Internet und so gab's halt gar nicht. Es war halt was gab's ein Jahr nicht? Lang oder kein Internet. Nix mit hier Google und Online-Spiele. Alter, und als ich zur Schule gegangen bin, da existierte das Internet noch nicht mal. Ja, diese Zeiten, Mensch. Das wisst ihr kleinen Leute ja überhaupt nicht. Wie das war. Ohne Internet. Tell us, Ron. Wo sind jetzt die ganzen Sachen, die ich jetzt gebaut habe? So was hier dann. Wie geht das jetzt? Ich will jetzt hier so eine geile Ecke bauen. So, ne? Oh, Hilfe, ich falle runter. Was ist bitte? Das hier, wozu soll das eigentlich gut sein? Was ist das? Ich will das jetzt hier schön machen. Das sind die ganzen Teile, die ich gekauft habe. Sowas. Ja, sowas. Ja. So. Yes. Yeah. Yes.
So wollen wir es doch haben. Was ist das denn immer mit dieser fucking Rohre, ey? Ja, so kann man das doch gut machen. Ja. Jetzt brauche ich Quarz. Ey, haben wir nicht irgendwo auch Quarz? Nikola, wir haben doch hier irgendwo Quarz. Ja, das ist bei mir, das Quarz. Haben wir nicht hier auch echt bei dir alles? Scheiße. Hatten wir nicht hier irgendwas Quarziges hier auch noch, was hier angeliefert wird? Hier war, ich habe so ein... Hier, was ist denn hier? Das ist, da kann man nicht daraus Quarz machen? Ja, da kommst du doch. So, oder was ist das? Hast du Quarz gefunden? Nee. Raw Quartz. Kann man aus... Was suchst du denn? Diese Kisten oder was? Was ist das denn? Warum denn? Das ist doch gar nicht... Das ist doch das. Das sind diese Kristalle, die da rausgucken. Ist es doch Silizia oder nicht? Ja. Das ist die Vorstufe zu Silizia, ja. Invalid Shape! Das ist ein Invalid Shape! Das ist doch das Vorzeigerohr! Invalid Shape? Alter! Ich raste hier echt wirklich. Das klaue ich mir jetzt irgendwie da raus. Klaue ich mir das raus. Ja, ist mir doch egal. Ist das jetzt wirklich unmöglich, oder was? Klaue ich einfach. Jetzt staut sich das doch eh schon. Auch das für meine Schönheit. Zack. Zack. Ja, das ist doch ganz geil. So. Und zurück zu meinem Projekt. Wo bist du? Wo war ich? Wo hatte ich denn angefangen? Da hinten, da. Das sieht alles perfekt aus, optimiert aus, sagt DJ. Ja, ey, ist es auch. Hast du gut erkannt. Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt geht es los. Hammer, Hammer, Hammer. Hallo? Das Falsche genommen? Also manchmal zweifle ich an meinen Fähigkeiten als Bauingenieur. Niemals, Nils. Ja, ich kann es auch nicht. Sagen Sie... Das macht mich ein bisschen verrückt gerade. Wieso will der denn da nicht rein? Mach ich gerade einen Denkfehler? Ich meine, ich bin immer dazu gut, einen Denkfehler zu machen. Aber das muss doch einfach... Nicht was? Ey, Nikola, bitte. Ich bin noch am Ausprobieren. Ey, lass, wirklich. Das sind jedes Mal 3 Jahre meines Lebens, die da flöten gehen. Nee, alles gut. Ich hab's unter Kontrolle. Ist nur so, weil ich gerade ein Stück Schienen gelöscht habe. Ach so, warte mal, das ist eine Auto... Jetzt check ich das, die geht ja... Ah, das ist ja eine ganz... Ah, ja, okay, jetzt check ich meinen Denkfehler. Das muss inner sein. Das muss das sein. Oh, ja, oder? Das ist ja klar, die bist ja an die andere Seite gewölbt. Oder nicht? Wie geht das? Schnell in die Luft. Achso, ich habe ja gar keinen Strom mehr. Oh nein, also, oder? Hast du Strom, oder dann gebe ich dir kurz Strom. Ich habe überhaupt gar kein räumliches Vorstellungsvermögen. Gebe ich ehrlich zu. Habt ihr räumliches Vorstellungsvermögen? Strom haben. Kommt auf den Raum. Nikola bestimmt, oder? Ja, natürlich. Ich
Du hast bestimmt gutes so räumliches Vorstellungsvermögen. Ich überhaupt nicht. Das ist sehr schade. Das behauptet ich, das nehme ich dir nicht ab. Das kam nicht echt schade. Das ist, von Herzen. Ist nicht gut. Wenn das machen fehlt. Wir das immer so ein bisschen spitz. Oh, jetzt fehlt mir Beton, es ist doch nicht zu fassen. Das aber das, so kann das doch gehen. Und ein schönes Glasdach unter den Sternen. Unter den Sternen. Oh, oh, oh. Treffen wir uns wieder, mein Schatz. Oh, Hilfe! Und. So, wo hatte ich den Beton da hinten? Oh, das ist alles quälend langsam, das macht mich fertig. Okay, keine Ahnung warum. Immer wenn ich eine neue Flüssigkeitsfabrik denke, denke ich mir, dieses Mal werde ich Flüssigkeiten wirklich verstehen. Ich werde es nicht nur so halbgar machen, sondern dieses Mal mache ich es vernünftig. Und jedes Mal ist es immer das Gleiche, dass ich es wieder so halbgar nebenbei schlampig mache. Aber ich bin auch nicht reif genug, das einfach mal einzusehen, dass ich es nicht mache, sondern jedes Mal habe ich immer wieder die gleiche Illusion, zu sagen, nee, dieses Mal mache ich es richtig vorbildlich. Aber gib dich nicht auf. Schreib dich nicht ab, Lallys im Schreiben. Ja. Ich glaube, das ist relativ größenwahnsinnig, was ich hier gerade mache. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Das war eine Selbsteinschätzung. Macht mir ein bisschen Angst. Größenwahn? Ja. Guck mir erstmal an, wie das so aussieht. Boah, komm, ich, das ist viel geil. Ey, es gibt Turbobenzin. Ist Turbobenzin schneller als normales Benzin? Muss doch eigentlich nicht sein. Weil stellt euch mal vor, wir haben irgendwann Turbobenzin. Wie machen wir das jetzt? Warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? So, und da muss doch jetzt so ein Dödel rein. Und zwar sowas. Inner oder Outer? Nee, Outer. Fucking Karte vor. Das. Oder? Das war der rechte. Yes. Hammer. So. Ja. Das sieht gut aus. Wird immer weiter nach oben geführt. Aber das ist, ich glaube, die Arbeit wird einfach lächerlich lang werden. Aber das ist mein Testlauf hier. Haben wir es jetzt vier, ne? Vier Stück und dann ab da würden wir dann sagen, wir nehmen mal die glatten. Was ist der Unterschied? Das können wir mal so machen. Und dann können wir so. Und ja, jetzt mal so zu Testzwecken. Ganz schön. Wie viele Fused Modular Frames wurden schon produziert? Das weiß ich gerade gar nicht, weil die Produktion zwischendurch kaputt war. Die wird aktuell noch nicht eingelagert, oder? Die liegen einfach nur auf dem Band rum, glaube ich. Ja. Die werden noch nicht eingelagert, ja. Da haben wir noch keine Verwendung für gefunden. So, und jetzt? Ja.
maternal figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Und okay, das ist voll. Okay. Oh Gott, das ist prickelig. Was? Okay, so. Jetzt muss da wieder so eine Ecke ran, oder nicht? So, genau. So, dann machen wir mal. Zack. Hallo. Ich will direkt die nächste bauen, aber es geht nicht. So, 4 haben wir gesagt, überall. So. Darf man nicht. Nervig. Wir wollen mal einen Teilbereich zumachen, was dann so aussieht. So. Los. Wasser. So. So. Also, wir gehen jetzt ganz Stück für Stück das Rohr durch. Ich denke, also jetzt einfach mal so, könnte ich mir vorstellen, eine Pumpe pro Stockwerk machen wir einfach mal. Und nicht, weil das jetzt in irgendeinem Regelbuch steht oder so, ja, sondern das ist einfach auch meine mittlerweile lang geschulte Intuition. Ja, und das muss es auch einfach mal reichen. So. Ist hier schon was drin? Ja, okay. Zack. So. Es ist immer schwierig. Man muss immer unterscheiden zwischen, wie voll ist das Rohr und wie viel fließt durch. Okay, es ist voll. Wow, 600 Flow Rate, ideal. Okay, ich glaube, ich habe Wasser. Ich glaube, ich habe Wasser. Ich brauche 180 pro Minute, ne? Vielleicht müssen wir da noch mehr Wasserextraktoren machen. Ja, 180 mal 5, das schafft das Rohr nicht mal in maximaler Auslastung. Aber fast, das reicht schon. Jetzt brauchen wir erstmal Platten. Die hatten wir ja hier, ne? Hier hatte ich immer einen gewissen Plattenvorrat. Und jetzt kommt ja der alte Aluminiumtanz, den wir alle kennen und lieben. Mann, mich ärgert mittlerweile, dass ich mir echt so Mühe gegeben habe mit dieser Lobby und so und habe mir echt was überlegt, aber es ist so nutzlos. Einfach weil es auf der falschen Seite der Fabrik ist. Das ist echt ein bisschen ärgerlich irgendwie. Naja. So, ist durch. So. 2 haben wir noch. Zip. Zap. Mit dir? So. Gut. Das sind 5 Fabriken. So muss es sein. Genau. Die erzeugen jetzt Silica und Aluminia Solution. So, und jetzt haben wir gesagt, brauche ich 2
Aluminium Scrap. Raffinerien sind das auch. Glaube ich. Genau. Ach, Kohle brauche ich auch noch, ey. Fuck. Genau. Mann, ich vergesse. Ich kann das so oft machen, wie ich will, Aluminium. Ich vergesse es jedes Mal. Aluminium Ingot braucht dann wiederum. Was brauchte Ingot jetzt nochmal? Das war. Das war Scrap und Silica, ne? Scrap und Silica. Aluminium Ingot. Genau, Scrap und Silica. Scrap und Silica. Aluminium Ingot brauchen wir insgesamt 5. Genau. Und hier brauchen wir jetzt Aluminium Solution. Genau. Also, wir brauchen zwei Raffinerien. Bauen wir das jetzt am besten? Wahrscheinlich am besten so. Ich glaube, die Grundidee ist gut. Wir brauchen nur hier einen kleinen Abstand. Diese Kreuzung kann ich mir hier auch einmal, glaube ich, auf die Schnellauswahl legen. Oder haben wir da Probleme mit Flussrichtung? Wie ist das mit Flussrichtung? Das ist ein Problem mit Flussrichtung oder wie läuft das? Vielleicht wäre es klüger, das hier hinzumachen, das hier reinzustecken. So, die haben erstmal keine Power. So, die kriegen schon mal eine Menge Solution. Wunderbar. Das ist doch schon mal gut. Jetzt brauchen die noch Kohle. Jetzt brauchen wir noch Kohle. So, jetzt eine Sache. Hier kommt ja jetzt auch Wasser raus. Und da gibt es immer Schwierigkeiten. Und da habe ich durch die Kommentare jetzt erfahren, dass es da um Höhen geht. Dass Quellen, Flüssigkeitsquellen, die höher stehen, eine höhere Priorität haben. Also,
aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Weil niemand einfach weiß, wie Flüssigkeit funktioniert, weil es schrecklich ist. Könnte ich jetzt einfach diese beiden Raffinerien erhöht bauen, sodass das Wasser, das von ihnen rauskommt, mit höherer Priorität in die Leitung genommen wird, als die, das, was von unten kommt. Und geht es dabei um die Höhe der Flüssigkeits... dem Flüssigkeitsursprung oder nur der Röhre? Wahrscheinlich einfach nur der Quelle, ne? Wenn die Quelle höher ist als der Punkt, wo es ankommt, dann hat es wahrscheinlich eine höhere Priorität. Soll ich das mal probieren? Weil mich nervt das mit diesem Wasser. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt einfach hier eine Erhöhung. Kannst du dich an die Röhre anpassen, Kollege? Floor is too steep. Okay. Nach dem Prinzip wäre es doch schon so, weil das Wasser von ganz weit unten kommt. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich weiß leider nicht, wie es funktioniert einfach so. Ich gebe mir echt immer Mühe, da auch was zu lesen dazu, aber ich raff's einfach nicht. Ich raff's einfach nicht. Da machen wir es einfach normal. Können wir jetzt nochmal die... Achso. Haben wir jetzt nochmal die Linien zur Anordnung, bitte? Die wir gerade schon gesehen haben. Achso, hier. Hier waren die, ne? Mit Prio fließt es immer zuerst an die tiefste Stelle, wie in echt auch. Pommes, direkt an dich. Was legt denn die Höhe fest? Die Quelle der Flüssigkeit oder da, wo es gerade ist? Also wenn ich jetzt... Ich hab, sagen wir mal, hier so eine Röhre. Und dann sagen wir mal, hier ist eine Quelle, die hat so eine Röhre. Dann nehme ich mal an, und das, ja, das ist jetzt alles schrecklich gezeichnet, aber einfach nur, um es mal gesagt zu haben. Geht es dann um die Höhe der Quelle oder das letzte Gefälle des Abschnitts? Oder checkt der in diesem Scheidepunkt, wo die Quellen von den Flüssigkeiten sind? Weil, wie ja schon gesagt wurde, die Quelle des Wassers ist ja immer ganz, ganz, ganz weit unten. Das heißt, es ist völlig egal, wo hier diese Fabriken stehen, weil, aber auch schon in allen unteren Stockwerken müsste ja immer die Fabrik hier Priorität gehabt haben, weil die Quelle des Wassers ja wahnsinnig weit unten ist. Also dann hat das ja immer schon so funktioniert. Dass das Wasser aus den Raffinerien Priorität hatte über den, was aus den Wasserextraktoren kam. Weil die Extraktoren ja immer viel tiefer sind. Oder? Die Quelle ist eine Raffinerie. Völlig klar, haben wir alles klar. Aber die Raffinerie ist ja wesentlich höher als
der Extraktor. Also müsste doch die Raffinerie Priorität vor dem Extraktor haben. Wenn es um die Quelle geht. Selbst wenn es in der Priorität oben steht, von unten kommt mehr. Darum geht's doch gerade gar nicht. Es geht nur darum, dass das Wasser aus der Raffinerie immer ablaufen können soll, weil es hier in dieses Rohr fließen kann, um dann von den Raffinerien als erstes verbraucht zu werden. Können wir vielleicht bitte diese Frage einfach mal klären? Ich weiß, ihr wollt mir helfen und sagt immer, mach doch stattdessen das. Mach doch stattdessen das. Aber es wird mir total helfen, wenn wir diese eine Frage einfach mal klären können. Und dann können wir immer noch nach Alternativen suchen. Aber es hilft nicht, wenn ich Problem A verstehen möchte und ihr sagt, ich habe hier eine andere Lösung. Das ist gar nicht so wichtig gerade. Sondern einfach mal kurz und klar klären, wie funktionieren Flüssigkeiten in diesem Spiel? Ich baue es jetzt einfach mal so, wie wir es vorhin schon hatten. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. So, wir brauchen gleich eh noch Kohle. Die höhere Quelle hat Prio. Okay, wunderbar, dann haben wir es doch. Also hat die Raffinerie Priorität über den Wasserextraktor. Okay. Oder? Dann haben wir das jetzt so verstanden. Raffinerien haben Priorität über den Wasserextraktoren ganz unten. Das heißt, wenn ich jetzt hier das hier zurückführe, hat das hier Priorität. So. Weil die Quelle höher ist als die Quelle unten. Dass der Ausgang von Raffinerien Priorität über Wasserextraktoren haben, kann ich mir nicht vorstellen. In diesem Fall. Ich sag nicht, dass sie generell Priorität haben, sondern in diesem Fall, weil die Raffinerien höher stehen als die Wasserextraktoren im Keller. Nicht allgemein, sondern jetzt hier in dem konkreten Fall. Ohne Ventil drückst du dir das überschüssige Wasser in die Raffinerie. Ihr redet gerade ganz viel über Pumpen. Können wir vielleicht dieses... Ich weiß, es ist wahrscheinlich super frustrierend für euch, aber ich möchte es Stück für Stück verstehen. Lass uns Pumpen einfach mal wegignorieren. Grundsätzlich, weil das Problem ist, ich kriege leider immer keine klare Antwort auf meine Frage, wenn ich das mal so stelle. Dann, also, einfach mal Stück für Stück. Ihr denkt immer schon 5, 6 Fragen voraus, um die es gerade noch gar nicht geht. Sondern es geht erstmal um die Frage, was hat Priorität? Geht es um die Höhe der Quelle
oder geht es um die Höhe des Rohres oder was? Aber hier haben wir jetzt anscheinend geklärt, die höhere Quelle hat Priorität. Also in diesem konkreten Fall hat die Raffinerie Priorität über die Extraktoren, weil die Extraktoren von ganz unten kommen. Das heißt jetzt aber auch, dass hier das Wasser von rechts nach links fließt. Da weiß ich auch jetzt nicht genau, weil das kommt ja von hier in die Seite. Ich raff's nicht einfach, warum das überhaupt so läuft. An der Rohrkreuzung wird das Wasser ohne Ventil wieder runtergepumpt. Was meinst du mit runtergepumpt? Auf welches runter? Auf Höhe der Raffinerie oder auf Höhe der Extraktoren oder was? Wasser fließt in alle Richtungen, wenn du es nicht in Ventile steuerst. Okay. Aber, ja. Ich baue ja hier eh ohnehin ein Ventil hin, so. Das ist ja klar. Ich will einfach nur mal grundsätzlich verstehen, wie es funktioniert, aber es ist schwierig. Warte mal, wir haben das ja alles hier unten auch schon aufgebaut, ne? Hier zum Beispiel. Das Grundproblem ist ja, um das nochmal formuliert zu haben, dass zum Beispiel diese Batteriefabriken geben Wasser aus. Und dieses Wasser wird in die gleiche Röhre gepumpt, wie das Wasser, das von unten kommt. Und was natürlich nicht sein soll, ist, dass das Rohr voll ist und das Wasser hier nicht ankommt. Aber es heißt ja, die höhere Quelle hat Priorität, was in diesem Fall die Batteriefabrik ist, weil die höher steht als der Wasserextraktor. Das ist das Grundproblem. Ah, es tut mir leid, ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Ich baue es einfach mal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, können wir Kohle hier nutzen eigentlich? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, Kohle habe ich genug. Also schauen wir mal, wie es läuft. Es tut mir leid, ich stelle meine Fragen nicht präzise genug. Wir können das so nicht klären, das ist zu chaotisch. Weil es immer um 5 Themen gleichzeitig geht. Einer redet von Wassertanks, einer redet von Ventilen, der andere redet von Pumpen. Es ist leider einfach zu viel gerade. Es ist einfach nicht, ich komme da nicht mit. So. So machen. Kann ich das überhaupt so machen? Ist das zu hoch? Ich fürchte, das ist zu hoch, ne? Ja, definitiv. Weg. Ja, ich glaube, ich brauche hier einfach einen größeren Abstand. Es tut mir auch echt leid für euch, weil ich weiß, da gibt es engagierte Leute im Chat, die es immer und immer wieder erklären und ich es immer wieder nicht verstehe. Es tut mir echt leid. Es ist leider für mich so kontraintuitiv. Und immer wenn ich denke, ich hätte irgendwas verstanden, heißt nein, falsch, nein, du hast es falsch verstanden. Und dann denke ich, dann ist es immer wieder, ist alles wieder kaputt.
Splitter. So. Sehr gut. So, genau. Und jetzt haben wir wieder die Sache mit dem Wasser. Wasser fließt nicht ab aktuell. Wahrscheinlich, weil es voll ist. So, das Rohr ist jetzt voll, weil es von der anderen Seite schon beliefert wird. Oder? Na, wissen wir nicht. Es ist auch so schade, dass es da nicht steht, in welche Richtung Wasser fließt. Aber es gab Leute im Chat, die meinten, man könne es an den Ringen sehen. Andere haben dem wieder widersprochen. Deswegen weiß ich leider auch hier nicht, wie es ist. Schade, ey. Aber es fließt hier ab. Es fließt ab. Es fließt ab. Das ist doch okay. So, und jetzt habe ich mir auch noch überlegt, weil jetzt haben wir, jetzt sind wir fast am Ziel. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie machen wir das jetzt mit den Scraps? So, jetzt brauchen wir 5 Aluminium Ingot. In der Foundry wird es hergestellt. Boah, wahrscheinlich habe ich nicht die ausreichenden Kapazitäten. Nee, natürlich nicht. Foundry. 5 Stück. Lass uns das mal hier bauen. Fünf haben wir gesagt, ne? 5. Fünf Modular Frame Concrete. Da kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ich hasse Aluminium. Es wird immer schlimmer. Ich beneide jeden, der das geschafft hat von euch beiden. Jetzt muss ich mal weiter an Nils geben. Dieses Lob. Nils, du bist wirklich eine Legende für mich mittlerweile. Du, das ist, danke, dass ich dann nach all den Schmähungen, die ich dort habe über mich und meine Konstruktion ergießen lassen müssen, das ist schon, fühlt sich gut an, sowas zu hören einfach. Ja, wahres Genie braucht ja auch eine Zeit, bis man es verstanden hat, ne? Also manche Genies sind ja so genial, dass man selber wieder Genie sein muss, um den Genie überhaupt verstehen zu können. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich diesen Punkt erreicht habe, aber ich nähere mich ihm. Und ich glaube, ich weiß es langsam, was es heißt, Nils Bohmhoff zu sein. Du, du glaubst, ich verstehe das. Du wirst noch irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, dass es nicht so einfach ist. Aber gut, dass du das Schritt 1 hast. Es gibt, es muss sich so anfühlen, es gibt einen richtig coolen Charakter aus so einer Fantasy-Reihe, die ich lese. Und der wird jeden Morgen mit einer anderen Intelligenz geboren. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Das klingt sehr crazy. Und der ist irgendwann mal super unfassbares Genie gewesen. Und da hat er so eine Art Prophezeiung, also die aber jetzt nichts Mystisches, sondern eine auf Berechnung basierende Prophezeiung erschaffen. Ja, und danach war der aber nie wieder schlau genug, um sie so richtig zu verstehen. Oh nein.
Als hätte er vorher schon wissen müssen, dass er wieder dumm wird, oder? Weiß, oder hat er jedes Mal Amnesie? Jeden Tag? Nee, der weiß das. Der weiß das. Der wacht jeden Morgen auf. Und dann wird er mal einem Test unterzogen, um festzustellen, wie schlau er ist. Und manchmal ist er so dumm, dass er dann einfach auch nicht vor die Tür darf. Okay. Wow. Das ist eigentlich eine super geile Idee. Was ist das für ein Buch? Das Buch heißt die Sturmlichtchroniken. Das ist irgendwie also die 8 Teile. Sturmlichtchroniken. Das ist ja. Und da schmökerst du dich so richtig rein, oder wie? Ja. Da sitzt du dann so auf deinem Sessel mit so einer heißen Schokolade. Ja, schön wäre es. Nee, ich lese mal eigentlich abends im Bett. Nach einem langen, ereignisreichen Tag, immer vorm Schlafen gehen, lese ich noch, bis mir die Augen zufallen. Da kann ich gut einschlafen. Schön. Und mein Kopf kann dann immer sehr schön in der Handlung des Buches bleiben. Ich kann dann immer meinen Kopf daran hindern, in irgendwelche komischen, nervigen Gedankenkarussells abzudriften, wenn ich weiß, okay, du kannst gedanklich jetzt in diesem Buch bleiben, dann kann ich immer gut einschlafen. Also deswegen lese ich jetzt auch nicht irgendwie der Horrormörder vom Spessart oder sowas. Ja, das ist ein gutes Buch, also kann ich empfehlen. Ja, das lese ich dann aber eher im Urlaub. So, das sollten wir mal so einem Ghostwriter geben. So. Schreiben Sie mal der Horrormörder vom Spessart. So, weiter geht's. Das ist echt praktisch, dass wir die ganzen Ressourcen vor Ort haben. Ja. Ich will auch gar nicht mehr zurück in die Base. Ich habe mittlerweile auch schon so viel, was bei mir produziert wird. Das ist schon echt ganz gut. Ja, wir sind da ein bisschen rausgewachsen, ne? Das muss man einfach auch dann sagen. Ja, das stimmt. Diese Stromkabel sind aber immer noch irgendwie hässlich. Also, dass man die immer so kreuz und quer durch alles durchklippen muss. Also, irgendwie hätte ich mir da auch mal irgendwie so einen Energiefeldgenerator gewünscht, der irgendwie so einen ganzen Bereich kabellos, mit Strom versorgt, irgendwie, ohne dass man da was machen muss. Das stimmt. Also, was du kannst, also rein ästhetisch auf jeden Fall eine Menge machen mit diesen doppelseitigen. Ja. Wand, Maps ist da. Da kann man, wenn es ums Ästhetik geht, eine Menge machen. Jetzt darf ich dir unser neues Bahnsystem präsentieren. Ey, immer. Dann müsstest du aber herkommen, weil ich kann die Bahn nicht zu dir bringen. Wo bist du denn? Beim Wüstenradar. Weißt du, wo der ist? Nee. Das ist unser Radarturm. Okay, ja.
Da ja. bin ich gerade. Ja, ich bin gerade kurz in ein Projekt, aber ich komme gleich. Ja, das ist immer so dieses, wenn man sein Projekt dann so verlassen muss, dann... Nein, das muss nicht sein. Aber ich bin sicher, du hast zusammen mit Dragonlair was Fantastisches auf die Beine gestellt. Ich hab gerade was... Nee, doch, das passt. Bestimmt. Gehen wir hier schon wieder die Rohstoffe aus. Guck mal. Aber es wird doch so langsam. Also was uns immer auffällt, sind natürlich dann so ein bisschen hier diese Ecken da. Aber wird doch, oder? Ja, für dich auch. Also kann nur für mich sprechen, aber ja. Nicht perfekt schön, aber ist schon okay. So. Was wollte ich jetzt da? Wollte ich wieder Sachen klauen, genau. Klau. Da kann man nichts klauen. Okay, irgendwas. So. 720. Gegen's 405. Aha. Lol. Was ist das denn? Hm. Was soll das denn? So, wir haben ja vorhin schon das Problem gesehen, dass wenn die Aluminum Scraps nicht schnell genug wegkommen, dass man dann Probleme kriegt. Da würde ich gerne langfristige Lösung dafür haben. Und meine Lösung sieht aktuell vor, dass ich einfach ein Drittel direkt immer in den Sink gebe, in der Hoffnung, dass wenn das dann stockt, dass dann alles in den Sink geht. Ich glaube, das müsste klappen. Also ich zeig's euch mal, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist immer diese scheiß Steep-Ding hier. Ach, es ist immer das Gleiche. Dachte eigentlich... Ah, oh, warte mal. Aber wir könnten eigentlich auch mal diese Seitenfließbänder probieren, ne? Gibt's da auch Merger? Ist da auch Merger dafür? Ja. Ja, ist doch gar nicht so schlecht. So, und jetzt dachte ich, die Idee ist folgende. Warte mal, was ist die Idee? Ja, ich glaube, dazu bringe ich es wieder hier rein. Die Idee ist erstmal klar. Hier muss es ankommen. Ungefähr. Aber davor haben wir einen Splitter. Warte mal, wir machen das mal so. Splitter. Und Merger direkt dahinter.
Und jetzt bauen wir noch einen hier rum. Ja, die Idee ist sozusagen, zwei Drittel werden hier fortgeführt und ein Drittel geht in den Sink. Denn der Input hier? Ja, das ist die Idee. So. Ein Drittel geht immer in den Sink. Zwei Drittel geht weiter. Wenn das hier stockt, dann geht alles in den Sink. Wenn das hier, der die nicht verteilen kann, dann geht alles in den Sink. Und damit sollte es eigentlich nie verstopfen. Genau, in dem Fall, wo es jetzt hier stopft, geht alles in den Sink rein. Und damit sollte es eigentlich nie zu Verstopfungen mit Scrap kommen. Das ist die Idee. So, das ist der flache, würde ich sagen. Ah, die sind alle falsch gebaut, glaube ich. Aber generell sollte es so klappen. So, und wenn ich es richtig verstehe, habe ich noch nicht genug Silica, sondern muss noch aus Quarz Silica beisteuern. So. Jetzt kommt von hier oben Silica. Packen wir jetzt mal hier oben drauf. So, jetzt machen wir hier mal eine übertrieben große Kurve. Weil ich ja weiß, dass ich da noch andere Fabriken anschließen muss. Ja, ich weiß nicht genau. Hier muss noch Platz für einen Merger sein. Merger? Ja, genau. So kommt das jetzt hier rein. Und jetzt hatten wir noch gesagt, 4 Silica aus Quarz. Das sind aber reine Constructor, hatten wir gesagt, ne? Genau, 4 Stück.
die würden dann ihre Produkte hier einspeisen. Super, das gefällt mir schon gut. Jetzt mal hier nochmal. Nee, 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 das muss schon sein. Das muss schon hier genau auf dem Kreuzungspunkt stehen. Bisschen Ansprüche habe ich noch. Vier Stück sind das. Ich hoffe, wer auch immer das ausgerechnet hat, weiß, was er macht. Aber an sich würde das ja jetzt hier weitergehen in 9 L-Clad Aluminium Fabriken. Wo wird das denn hergestellt? Assembler. Assembler. 9 Assembler brauchen wir. Ja. Hei, ja, 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 ja. Vielleicht den Sink aber lieber am Ende setzen, um den Overflow entgegenzukommen, sonst zapft er immer ein Drittel ab. Das ist genau die Idee, dass er ein Drittel abzapft. Weil gar nicht alle Scraps hier ankommen müssen. Ich meine, ich könnte. Ich könnte eigentlich hier. Was ich machen könnte, ist hier noch einen Container hinstellen. Damit. Oh Mann, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Mann, ich baue es doch direkt davor. Komm, gib mir eine Chance, Spiel. So dass das erstmal hier zwischengelagert wird. Wann WoW drops? Einfach einmal runterscrollen, da siehst du den Streamplan für diese Woche. Oder mit Ausrufezeichen Streamplan. Mm. So. Obwohl das. Na doch, das hat schon was gebracht. Das nicht. Mehr als das, nicht mehr als ein Drittel verloren gehen. Ein Drittel geht immer verloren, aber so gehen zumindest nicht mehr als ein Drittel verloren. Wenn die stocken, dann wird erst der aufgefüllt. So. Jetzt lassen wir erstmal Quarz machen. Das sollte sehr simpel sein, wenn ich mich recht erinnere, kam das hier noch völlig ungenutzt an. Guck mal hier unten, das Lilane, das sieht man hier.
Wunderbar. Reicht das schon? Jetzt muss ich wieder hochdackeln, ne? Ja, war eigentlich klar, dass da, wo die ganzen Ressourcen ankommen, dass ich da hauptsächlich bauen werde und nicht da, wo die... wo sie nicht ankommen, ne? Naja, ich meine, der Treibstoff für die Jetpacks müssen eh weg. So, wo haben wir Quarz? Hier haben wir es doch. Jetzt wieder Elektro. So. Das sieht auch gut aus. Sollten wir für Silica auch so einen Überschussfilter haben? Könnte schon sein, dass das, dass es das braucht. So. Weiter geht's mit, wenn ich mir das richtige in Erinnerung habe, 9 Alclad in Assembler. Ne? Hier entstehen gerade Ingots. Jetzt brauchen wir 9 Assembler. Ich glaube, da muss ich hier anfangen, ne? Na, das reicht nicht. Komm, 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 komm. Warum? 9 Assembler. Da fehlen Reinforced Iron Plates. Okay, die holen wir uns aber. Hier hatten wir doch irgendwo Iron Plates. Okay, aber wird langsam. Komm ich da nochmal wieder hoch? Ey, no joke, bei uns gibt es einen Fluch. Jede Generation gibt es bei uns mit mindestens 2 zweieiige Zwillingspaare. Sagt okay. Der Marcel, wow. Ernsthaft. Aber das ist doch eher, es ist nicht so eine genetische, so eine Pre-, also so eine, wie sagt man, Vorbelastung. Okay. Dass man, also du meinst, es gibt ein Gen, mit dem man mehr Zwillinge kriegt oder wie? Und das wird dann ja auch wieder vererbt? Ja. Aber müsste das dann nicht schon überall sein, weil man dann ja immer sich schneller vermehrt mit Zwillingen? Warum gibt es eigentlich nicht mehr Zwillinge? Ist es nicht total gut, ganz viele Kinder schnell zu haben durch Zwillinge? Ja, das müsste man mal evolutionsbiologisch betrachten. Ich nehme mal an, zum einen ist die Gefahr für Fehlgeburten, Komplikationen in der Schwangerschaft größer. Du musst 2 Kinder ernähren, sowohl während der Schwangerschaft
als auch danach. Das bedeutet, wenn du damals, als sich evolutionäre Eigenschaften ausgebildet haben, wenn du zu dieser Zeit eine hohe Belastung hattest körperlich, also wenig zu essen und widrige Umstände, schlechtes Wetter, whatever, dann konntest du vielleicht gar nicht zwei Kinder ernähren. Dann war das vielleicht wieder auch rum ein Nachteil. Wohingegen das natürlich, wenn die Ernährung und alles sichergestellt ist, ist das vielleicht auch wieder ein Vorteil. Man weiß es nicht. Ja, du weißt es nicht. Vielleicht wissen es... Nee, niemand weiß das. Niemand also, weiß es? Nee, ich bin ja... Ach sorry, ich vergesse es immer, dass du da führend, einer der führenden Evolutionsbiologen. Nee, das nicht, aber ich war halt viel auf so Kongressen. Weil ich habe damals meinen Zwilling absorbiert. Also ich bin eigentlich auch Zwilling, aber ich habe meinen Zwilling im Mutterleib quasi assimiliert. So. Ah, und da gibt es dann immer so Treffen von so Doppelzwillingen oder wie? Die das genau, also die zwei, so zweieige Zwillingstreffen. So. Und das Ding ist, ich gehe da zweimal hin und dann sagen die mir immer so, ja, ey Nils, du bist kein Zwilling, ey. Und dann sage ich so, ja, natürlich bin ich ein Zwilling. Mein Zwilling ist halt gestorben. Also, was heißt gestorben? Ich habe ihn halt assimiliert, aber ich bin ja eigentlich schon, bin ich ja ein Zwilling. Du bist ja eigentlich mehr Zwilling als ein Zwilling, weil du hast ja jetzt quasi zwei Zwillinge in dir. Genau. Also, du bist ja eigentlich doppelt so viel Zwilling. Genau. Und die wollen mich aber nicht so wirklich irgendwie, die sind dann immer der Meinung, nein, Nils, du gehörst jetzt nicht richtig dazu. Ey, hör nicht auf die Nils, wirklich, das brauchst du nicht. Das brauchst du echt nicht. Ja, ich weiß, das ist auch immer ein bisschen scheiße. Naja, jedenfalls, da haben wir dann immer so... Also so Vorträge auch von so Wissenschaftlern über Zwillingsforschung. Und da habe ich einiges gelernt. Mhm. Erzähl mal. Ja, habe ich ja gerade. Ja, noch mehr, also was hast du alles gelernt? Nikola ist richtig heiß geworden. Also, auf Zwillingswissen. Jetzt will ich alles wissen, was es dazu gibt. Wenn man so eine Hai-Doku gesehen hat. So, jetzt will ich alles wissen, was es gibt. Jetzt bin ich Experte quasi. Ja, die Twin Week, ne? Es gibt auch Twin Week, gibt es ja auch im Fernsehen immer. Ah ja. Mhm. Okay. Ja, schönste Woche des Jahres. Ganz spannend tatsächlich, ja. Zwilling des Jahres, genau. Wer wurde es eigentlich? Zwilling des Jahres? Ja. Du? Boris Becker. Ach so. Sehr enttäuschend. Wieso? Was macht ihn denn Zwilling des Jahres? Warum wurde er es? Was sind die Kriterien dafür? Naja, Boris Becker ist halt, also es gibt ja zwei Boris Becker, die so, ja, der eine, also die haben damals beim Tennis, die waren halt so mittelbegabt im Tennis, die Beckers, und dann haben sie gesagt, ey, pass auf, wie wäre es denn, wenn wir in jedem Tennismatch einmal auf Klo gehen, ja, und dann tauschen wir uns aus und dann bist du super frisch und der Gegner ist schon total müde und dann ist der Vorteil, den wir haben, ist ja kein Doping. Sondern die tauschen sich aus. So, ja. Und die hatten halt die Wahl, entweder zwei so Mittelklasse-Tennisspieler oder ein Weltklasse-Tennisspieler. Und dann haben die Becker sich entschieden, okay, wir nehmen lieber einen Weltklasse. So, und ja, deswegen, weil die wenigsten wissen, bin ja auf den Kongressen, ich weiß das. Aber die wenigsten anderen wissen, dass es wirklich zwei gibt. Ist es nicht verrückt, dass es dagegen gar keine Regel gab damals, dass nicht einfach der Spieler ausgetauscht werden kann mitten im Spiel? Ja, das wurde dann ja geändert. Also das war, ist ja die ist ja nach ihm benannt auch dann, die Becker-Regel. Aber davor gab es das nicht, ne. Will nicht wissen, wie viele Leute das genutzt haben, diese Regel. Schlupfloch. Ja, und halt echt. Wie hieß der Zwilling von Boris Becker? Babs. Was mit dem passiert? Ja, Babs ist im Gefängnis. Ach so, okay. Lebenslang wahrscheinlich. Nee, also Babs... gehört? Was? Nicht? Na, Babs und... Also Boris ist auf freiem Fuß. Ja, das wissen wir ja. Und Babs ist für ihn im Knast gegangen. Ja, okay. Na dann. Aber das wissen die halt nicht im Knast, weil die... Ja, sind ja alle... pass auf, Marcel Lauber schreibt... Ja, zum Teil, aber nicht in der Form. Mein Vater würde die Fähigkeit an meine Schwester weitergegeben haben und so auch zurückgerechnet. Aber mein Vater hat eine Zwillingsschwester und sie hat Zwillinge bekommen und meine Cousins und Cousinen haben jeweils Zwillinge bekommen. Und das geht einige Generationen zurück. Ist irre spannend. Ey, habt ihr bestimmt auch schon mal auf Reddit gesehen, der Quell der Wahrheit,
es gibt so manchmal so Zwillingspaare, die treffen sich, ich bin ja auch auf diesen Kongressen, die treffen sich auf so Kongressen halt, lernen die sich kennen, verlieben sich und heiraten. Und dann gibt es manchmal so, dass jetzt, nehmen wir mal an die Beckers, Boris Becker und Babs Becker, treffen die beiden Zwillinge Jasmin und Tasmin Tibbelmeier. Und dann heißt Boris heiratet Jasmin Tibbelmeier und Babs heiratet Tasmin Tibbelmeier. Und die kriegen dann jeweils Kinder. Und die Kinder sind dann aber rein biologisch Geschwister und rein juristisch aber Cousins. Mhm. Ist das nicht irre spannend? Das ist spannend, ja. Die sehen dann auch teilweise gleich aus. Da gibt es dann so Geschichten, dass die beiden identischen Ehepaare jeweils auch Zwillinge bekommen, sozusagen. Ich finde das faszinierend. Das wird ja auch für die Zukunft nochmal interessant, wenn die ersten Klonwesen auf uns losgelassen werden. Das hättest du jetzt auch nicht negativer ausdrücken können. Du bist ja strikt Anti-Klon, ne? Das habe ich ja schon manchmal in manchen Talk-Formaten hier und da schon mal rausgehört, ne? Ja, Nils hat einen Klon und deswegen ist die Antipathie dadurch entstanden, oder? Ja, weil sie aus eigener Erfahrung. Hast du doch deinen Klon mal getroffen. Ja, ey, mein Klon ist aber auch ein echt richtiger Unsympath. Muss ich wirklich sagen. Haben sie schlecht geklont, meinst du? Mhm. Oder ist es sehr realistisch? Was denkst du? Nee, der. Ich weiß nicht, ich mag den einfach nicht. Ah, okay. Mhm. Es gibt jetzt, ganz coole Star Trek Deep Space Nine Folge. Was ich an Star Trek so cool finde, sind eigentlich immer diese moralischen Dilemma, die also bei uns überhaupt nicht existieren, die aber aufgrund der Welt, wie sie halt geschaffen wurde, möglich werden. Unter anderem ist da, gibt es in der einen Folge, da gibt es so einen Symbionten. Dieser Symbiont ist eine eigene intelligente Lebensform. Und der ist unsterblich und der Symbiont hat immer irgendwelche Wirte, in denen er lebt. Also humanoide Wirte. Und das ist auch also alles auf, also das ist nicht Gewalt, irgendwie ist nicht mit Gewalt, sondern die Wirte, die machen das freiwillig so. Und dann gibt es eine Situation, dann kommt die Person, die gerade der Wirt ist, kommt dann irgendwo auf einem Planeten oder trifft irgendeine Spezies und die sagen so, ey hier, du hast das und das gemacht, irgendwie du hast Leute ermordet oder so. Und dann ist die Frage, weil man kann die nicht so voneinander trennen. Ist jetzt dieses Lebewesen mit diesen Wirt beheimatet, die dadurch quasi so zu einem neuen Lebewesen geworden sind, durch diese Zusammenschmelzung, ist die verantwortlich zu machen für diese Morde? Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist eigentlich also eine halb, richtig geile... Halb, ne? Ja. Finde ich, also das ist sehr interessant eigentlich. Mhm. Das ist quasi Xenojuristik. Xenojura. Ja, ich merke schon, euch interessiert es nicht. Wollt ihr noch eine Runde Grounded mit mir spielen? Ich glaube, das wird super. Ich quassel euch aber auch gerade original zu. Ich weiß, weil ich mache gerade sowas Seichtes hier. Das ist einfach überhaupt gar... Was machst du denn? Was ist denn dein Projekt? Ich baue einfach die Fabrik schön. Und das ist so simpel und stupide, was ich hier gerade mache, dass mein Gehirn das Bedürfnis hat, euch vollzulabern. Ich warte immer noch, dass du meinen Bann jetzt begutachtest, dass ich zum dritten Mal einen Stromausfall hatte, aber sonst alles gut läuft. Das Wasser ist mau hier, aber richtig mau, du. So, kriege ich jetzt Kupferingots her. Was habe ich denn da gemacht? Blub. So, Kupfer. Das ist flat, ja. Kupfer.
Warte mal, 1, 2, 3, was habe ich denn da gerade gemacht? Oh nein, habe ich das zu hoch gemacht? No! Warte, nee, warte. Nee. Was ist denn da nicht immer los, ey? Wirklich, das geht nicht. Das sind so viele Herzinfarkte, das ist einfach zu viel. Es tut mir wirklich leid, Nikola. Ich sehe dich wirklich als Kollegen an. Du hattest früher auch viel mit dem Stromnetz zu tun, aber anscheinend ist da jede Form von Talent verschwunden, die du mal hattest. Tut mir leid. Du bist auch 24. Generation. Ja, ich bin schon gestorben ein paar Mal, deswegen bin ich jetzt schon wieder blöd worden und dadurch gehen mir ein paar Fähigkeiten verloren. Ah, so ist das. Das ist leider... Das erzählen die nämlich nicht, dass bei der Reinkarnation ein Großteil der Fähigkeiten verschwindet. Ja, das ist schrecklich. Ist denen auch, glaube ich, egal. Wer sind denn die? Tja. Ja, die Leute, die Reinkarnation bewerben wollen. Ja. Die Reinkarnika? Mhm. Mach keine Witze bei dir, die sind ganz schön krass. Ja, würde ich jetzt auch. Ich will jetzt peinliches Schweigen, also, weil wir alle so ein bisschen Angst vor dem Shitstorm haben. Die sagst. Wenn du die nicht mehr hast, dann haben wir ein Problem hier. Also. Ja. Irgendwann werden die Menschen uns auslachen, dass wir noch sterben mussten. Die halten uns für primitive Affenwesen, die sich mit dem Tod auseinandersetzen mussten. Tja. Nee. Zu langsam kommen wir voran. Oh no, Säureattacke. Aber hättet ihr gerne einen Zwilling? Nee. Ich würde das schon irgendwie interessant finden. Oh Mann, ey, ich raste hier aus. Für einen Tag oder so, wenn er danach wieder geht. Okay, dann sofort. Ein Tag ist okay. Naja, aber ich meine, die Vorstellung, dass du... Ja, ich würde halt versuchen, den zu dominieren, dass der halt so die unangenehmen Arbeiten für mich macht. Das, auf so eine Idee würde ich nie im Leben kommen. Ich hab doch das Ding. Ich hab mal deinen Container hier angezapft, wenn's okay ist. Welchen? Wo meine Sachen drin lagen, die ich mir gleich wiederholen wollte? Die Iron Plates. Da ist nur Iron Plates drin in dem Container. Ach so, ja, den hatte ich, den müssen wir später wieder anschließen, den habe ich extra. Ja, habe ich gerade gemacht, weil jetzt ist der ganze Überfluss läuft ja eh durch den Container durch, deswegen bleibt der ja voll. Ich denke mir nur, warum nicht den anderen Kram betreiben. Ich habe genug, nee, alles gut. Alles klar. Das sieht schon anders aus, wenn alles überdacht, das muss ich schon sagen. Also hier willst du auch kein Fensterreiniger sein, das ist ja... Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Einer von uns muss sie immer sauber machen. Ach, ihr habt jetzt schön Fenster, oder wie? Cool. Ja. Wir kippen einfach Wasser einmal aus und der läuft dann überall hin, hoffentlich. Ja. Könntest du so ein Feuerwehr-Löschflugzeug holen und es einmal dann hier abwerfen? Oh ja, das vielleicht. Das ist eine gute Idee, ja. So, hier muss ich mir jetzt gleich mal was einfallen lassen.
eigentlich. So. Das ist Quatsch. So, bup. Und du. Eine Frage, Nils. Hast du daran gedacht, eine Drohneneinfahrt freizulassen? Nee, das, ja, ich habe daran gedacht, aber ich mache das gleich. Ach so, das fliegt ja gerade eh nicht, oder? Ich mache das dann direkt über der. Der ist eingesperrt, sie ist hier drin und kann sie nicht wegbewegen. Ja, ja, das ist jetzt für den Moment so. Aber das mache ich gleich noch. Alles ist No Zeit. Drone. Okay, cooler Name. Mir gerade so eingefallen, dass wir eventuell noch einen Ausflug bräuchten. Oh, grundsätzlich auch völlig richtig. Okay. Aber dann kommt natürlich Wasser rein dann am Ende. Ne? Gibt's, naja, es Tore für Dächer? Gibt es, glaube ich, wirklich. Oh, das wäre schon cool, wenn die genau einfach unseres Dach aufsteigen könnte. Das wäre der Hammer. Das kommt mir gleich natürlich nach. So, was haben wir hier? Nur diese Geschichte, ne? Nee, ich can't afford. Bitte nicht. Nicht. Ach, die beste Meldung im Spiel. Nicht jetzt. Doch, Florentin, lass dich drauf ein. Was ist los? Auch diese Fehlermeldung gehört zum Spiel. Can't afford. Good old can't afford. But I can't afford it. So, guys, jetzt habe ich hier Copper. Jetzt geht's los. Dieses dumme Jetpack, ey, das hat mein Leben verändert. Zum Schlechteren. Wenn ich nirgendwo mehr hinlaufe oder so, sondern immer nur noch mit dem Jetpack fahre. Okay, warte mal, das hat mich eingeslurpt hier. Warum? Slurp, slurp. Das ist aber an Hässlichkeit hier nicht zu überbieten. Warum? Seitdem das Dach auf dem Gebilde ist, sieht alles irgendwie kleiner aus. Es wirkt alles sehr viel kleiner. Ja, das ist mir von auch original Wahnsinn. Aufgefallen. Ja. Danke, dass du diese Einschätzung. Ja, irre, ne? Wie sieht eigentlich das Kolumnenmonoxid aus? Es bildet sich ja durch die Schornsteine jetzt gerade. Haben wir da einen Abzug oder sowas? Nö, nee, brauchen wir nicht. Okay. Denn das ist nicht so schlimm. Okay, Gasmaske auf und go. Ja, ich finde das jetzt auch übertrieben, wenn Vergiftung ist ein E. So einen Stress zu machen irgendwie ist. Das stimmt. Das ist wirklich jetzt eine kleine, schöne Fabrik geworden. Komm, ey. Machst du denn die andere, überdachst du die andere Fabrik dann, oder? Achso, kann ich machen, ja. Sollen wir die Bahnschiene auch noch überdachen, oder ist das zu viel, das gut? Hier, natürlich überdachen wir die. Okay, also eine U-Bahn quasi draus machen. Ja, auf jeden Fall. Na gut. Das ist meine Ansage, mit der ich arbeiten kann. Auf jeden Fall. Schade, dass es keine Ramp hier. Was war eigentlich? So. Ach komm! Iron Rod. Ja. Komm mir doch jetzt nicht mit Iron Rod. Oh, das ging schnell. Komm mir doch jetzt nicht mit Iron Rods. Ja, das geht auch eigentlich ganz gut. So. Come on, lauf. So. Ey. So. Und, na, falsch. Den. Yes! Good.
Hahaha. Ist gut, oder? Leute. Ist gut. Wunderschön, dass du es gemacht hast. Oben drauf kommt jetzt die nächste Etage. Das finde ich, haben wir ganz gut gelöst hier. Dafür, dass das hier nicht mal eigentlich aneinander passt mit diesem Ding da, mit dieser Ramp. Rampy Snamp. Stark, 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 stark. Sehr hübsch. So, wo ist jetzt der Drohnenpilot? Hier bei der Manufaktur des Grauens. Ich meine, der Fuse Modular Frames. Oh Gott. Im Norden, nee, doch im Norden, ja. Wo ist dieses Drohnen, Mann? Produziert, das ist doch schön. Ich stehe genau drauf gerade. Du stehst drauf? Ja. Wo stehst du, ist die Frage. Ich bin auf dem Dach. Achso, okay. Ich flieg mal in Richtung Dach und stoße gegen die Decke. Dong. Warte mal. Portugal? Nee, Portugal ist es nicht, oder? Ja doch, Portugal ist es. Da, das ist doch hier. Portugal. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, hier bist du. Hallo. Kennt jemand diesen Bug? Ich weiß leider nicht genau. Kann man da was machen? Oder ist das so ein... Ich glaube, die Craft, wenn ich die Craftbench neu baue, glaube ich. Jetzt geht's. Immerhin. Was mit dem Endlager? Endlager ist kein Problem. Endlager ist kein Problem. Also ich habe da irgendwie so 16 Container und ich habe mal so nach einer Spielsession geguckt, da waren irgendwie 1,5 Container voll. Von daher denke ich mir, komm, die nächsten 5, 8, 10 Sessions ist das alles überhaupt kein Problem. Warum fokussiert ihr euch denn immer auf diesen Atommüll? Atomenergie ist eine saubere, verantwortungsbewusste Angelegenheit. So. So. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, ich krieg heute noch die... Ich krieg heute auf jeden Fall die Airclad Aluminium noch zum Laufen, glaube ich. Was mich freut. Gibt es keine... Deckengates? Es gibt keine Deckengates. Wie Gates? Dann müssen wir ja an die Seite vielleicht ein Gate machen. Gates ist geil. Ach nee. Was? Ich habe eine andere Idee. Pass auf, lass mich nicht unterkriegen. Warum geht denn das nicht? Ist die Batterie leer von der Drohne? Kann das sein? Was ist mit der Drohne? Die ist gerade auf unserem Port und macht nichts. Dieses aggressive. Na, was ist mit der Drohne? Drohne kommt zurückkommen. Naja, hast du denn die ordnungsgemäß installiert und gewartet? Und wir haben die gemeinsam eingestellt, Florentin, weißt du noch? Kannst ja, da hat es ja wunderbar funktioniert. Ja, und jetzt hebt sie nicht mehr ab, seitdem ein Dach über ihr gebaut wurde. Aha! Ist da der Dachdecker Nils vielleicht verantwortlich? Ja, das steht doch in der Anleitung. Wenn ein Dach über der Drohne ist, geht gar nichts. Das ist ja selbstverständlich. Du kannst nicht so weit fliegen oder so fliegen, Nils. Flieg sie doch manuell. Das geht nicht. Entschuldigung, das ist ja hier keine archaische Technologie wie Züge oder so. Ich bitte Sie, das kann nur von Supercomputern gesteuert werden, diese Technologie. So. Los, Drohne, zeig mal, wie du navigieren kannst. Los. Zeig mal, was du drauf hast. Okay. Dann müssen wir wohl doch ein Loch in die Seitenwand schneiden. Die beiden können es auch drehen und oben einmal rumbauen.
Ich befürchte, die Drohne kann einfach nicht so fliegen, damit sie durchs Dach kommt, Nils. Deswegen ist mein Vorschlag. In der Wand oder was? In der Wand ein Loch zu machen. Nein. Vielleicht so, reicht das schon? Meinst du mit drehen? Hebt sie ab? Nee. So, ah, so. Oh ja, das ist ein sehr guter. Mann, warum? Weiß. Wir sloopen das. Yeah. Das heißt, Florenti, bist du gerade in der Nähe von dem Zielport? Hört sich nach Nein an. Gute Idee. Die anderen Metalldinger haben wir noch nicht freigeschaltet, aber das sieht so deutlich besser aus. Hm. Yeah. Okay. Aha, aha. Kannst du die nicht mal manuell fliegen? Nein. Ey, andere Idee aus dem Chatty. Ja. Wir könnten den Drohnenlandeplatz auch auf dem Dach machen und dann von da oben einfach ein Förderband runterführen lassen. Das wäre eine Idee. Wo muss das denn hin? Oder holt die was ab? Die bringt uns Nitrogen Gas und liefert leere Flaschen. Ich brauche 20 Highspeed-Connector und 48 Aluminium-Ingots. Oder wir bauen die jetzt ab und dann bauen wir sie neu auf. Das wird, glaube ich, einfacher. Tschüss. Hast du schon gemacht? So. Ja. Ey, was tut sie jetzt? Jetzt fliegt sie hier durch. Ja, ja, ja. Oh, wo fliegt sie hin? Ey, von wegen, das geht nicht. Ja, jetzt wo ich die Drohne in den Pott abgebaut habe. Hau uns ab! Wohin? Zu Florentin wahrscheinlich. Tschüss. Sie kommt nach Hause, sie hat keinen Bock mehr auf uns. Ja. Okay, warte, ich mach die Wolle mal zu. Jetzt hab ich die schon aufgerissen. Plötzlich geht's, ne? Das ist ja unfassbar. Wie kommen wir denn aufs Dach genau? Gibt's da eine Anleitung? Fliegen, Alter, fliegen. Fliegen. Das ist wie fliegen. Aber der Boden hält mich fest. Er lässt mich nicht mehr los. Das ist die Gravitation. Vielleicht kennst du sie schon. Sie spielt manchmal üble Streiche. Das könnte ein Musical sein. Was? Könnte ein Musical sein. Oder? Ja. Jetzt, wo du das sagst. So, da oben drauf willst du sie bauen. Naja, wieso nicht? Also, wir können sie auch. Was hältst du denn davon? Wir können sie auch vielleicht hier oben bauen. Hier. Yeah. Wo genau? Ja, yeah, wo eh alles lang läuft. Eh alles lang läuft. Da könnte also man müssen ja auf jeden Fall Lift hochbauen. Ja, nee, die Frage ist, wir könnten dann ja rein theoretisch das hier auf diesem Ding, was ja eh schon lang pinnabelt. Und dann könnte man das hier von da oben direkt anschließen in das Loch rein zum Beispiel. You know what I mean? Wo bist du denn eigentlich? Ach, okay, du machst das da oben, okay. Ja, weil wir brauchen ja die ganzen Kram hier. Deswegen, ich weiß nicht, ob es da drüben uns mehr bringt, weil wir sollen ja nur. Ja. Aber hier werden erstmal nur Nitrogen Gas transportiert. Ja, und baust du da halt diese hässliche. Wir haben halt diese Dinger, die man durch. Achso, ja, ist recht. Ja, mach das da einfach mal wieder so völlig random, hässlich. Ich will doch nur fliegen können. Ja. So, wo willst du den Outlet hin bauen? Pass auf. Ja. Let me show you. Okay, ich bin gespannt. Ich baue hier irgendwie eine halbe Stunde, baue ich hier eine Wand. Eine halbe Stunde, okay. Und dann so, kann man das nicht drehen? Warte, das muss doch ein Wall-Dings auch geben. Okay, jetzt muss ich aber Florentin den Drohnenplan erneuern. Ja, sonst haben wir so lange keinen Kram. Why? Das ist sehr ja, dann mach das kurz. Und dann. Wie war das Sound nochmal? Okay. Wie sieht das aus der Entfernung aus? Und jetzt mit dem Dach sieht das gut aus. Au! Ich gehe mal wieder, ich flieg mal runter. Muss mir das mal aus der Entfernung angucken. Das ist so abgefahren, wie anders das wirkt jetzt, oder? Das ist irre. Es ist mini, alles sehr witzig. Vorher habe ich gedacht, das ist eigentlich unfassbar lächerlich groß und durch dieses Dach schrumpft es so ein. Das ist abgefahren.
Ich muss mal hier aus dem Bahnhof raus und mir das mal von draußen angucken. Die Frames für den... Ja, du hast recht. Das stimmt, Fistlord. Das ist provisorisch nur mit den Kisten da. Das machen wir nochmal anders. Mal hier, das war so ein erster Versuch hier mit dem Dach. Da habe ich nochmal so rumprobiert. Das kann ich jetzt auch locker mal zumachen noch. Mit meinen neu gewonnenen Erkenntnissen und Baumaterialien vor allen Dingen. Sieht doch schön aus. Ich komme hier leider nicht höher, das ist gerade ein bisschen schade. Ich kann mir das nicht von oben angucken. Naja. Gott, ist das hier hässlich. Aber du hast hier, alter Schwede, Nikola, was hast du denn hier alles? Du hast es ja komplett zweigleisig gemacht. Hammer. Nikola? Ja. Ich will kurz Eddie helfen. Warum reagierst du nicht auf jemanden, nicht lobt? Vielen Dank, weil ich noch Eddie helfen muss. Warte. Aber vielen Dank fürs jetzt. Aha, da sind die Prioritäten wieder eindeutig. Oder? Ja, es ist schrecklich. Aber manchmal muss man auch arbeiten und so. Oh, da fährt der Zug. Tschüss! Oh, so weit hoch kommt der Lift gar nicht. Oh, schade. Einen ganz anderen Winkel als die Dinge. Das ist ja ulkig. Wieder alles zusammengebrochen hier hinten. An Bauxitmangels? Naja, immerhin. Das ist hier ja relativ schnell gemacht im Vergleich. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Moment. Ich hab's da unten hingesetzt. Warum? Was? What? Ja, hat sich Kupfer in die Bauxit-Schlange genudelt. Nein! Aber das passiert ja nicht automatisch. Da muss ja irgendjemand, der hier anwesende Person, muss da ja einen massiven Fehler begangen haben. Sabotage. Wie kriegen das jetzt rausgepult aus der Fabrik? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Rausgepult. Da ist jetzt so ein Kupferding, das verklemmt den Eingang. Ja, also da muss die verantwortliche Person Reue leisten und das auch wegmachen. Also, das geht ja nicht. Soll ich hier mal eine Pyramide bauen? Bitte was? Falls nichts mal verstirbt, können wir der Pyramide dann deine Bestellung. Okay, das auch. Ja, das klingt sinnvoll. Das sollten wir so tun. Du, Florentin ist ganz traurig, weil da jemand, und ich will jetzt niemanden beschuldigen oder so, aber jemand hier hat ihm da übel mitgespielt. Und wir wissen alle, dass Florentin sehr sensibel ist, so. Ich bin auch nicht sensibel! Ja, toll, jetzt hast du ihn noch zum Weinen gebracht. Sorry. Ey, irgendjemand hat hier Kupfer fallen gelassen in meine Bauxitlinie. So. Und da muss man jetzt mal drüber reden, wer das war. Wer übernimmt da die Verantwortung? Na du. Aber es scheint ein einmaliges Problem gewesen zu sein. Wir haben keinen andauernden Saboteur. Ne, warte mal. Aber da muss ja, das ist ja so, wie als jemand Sand in deinen Tank kippt oder so. Das passiert ja nicht. Sowas. Das passiert auch nicht einfach so. Aber ich sag, das sage ich selten, aber aktuell bin ich zufrieden. Weil die Aluminiumproduktion läuft. Das ist super. Bei welcher, welche Sorte Aluminium baust du denn gerade? Ja, die Slabs. Die Slabs? Slab. Ach, Slabs. Slab. Die Slabs? Was sind denn die Slabs? Nee, Quatsch, die heißen gar nicht Slabs. Sheet heißen die auch.
Aber wir können die ja Slaps nennen, um sie von den Copper Sheets zu unterscheiden. Die Slaps, okay. Bin ich dafür. Super. Das die steht. Sheets und die Slaps. Das heißt, das ist jetzt alles abgeschlossen. Oh, nicht. Ach, Nils ist auch hier. Hallo Nils. Ah ne, du bist woanders. Okay. Was? Hä? Ich wollte doch gerade die Bahnverbindung dir zeigen, aber du bist schon anscheinend schon vorhin fort. Was? Ich bin hierhin fort? Nee, ich bin da. Ja, der Kompass hat mir angezeigt, du bist näher, als ich gedacht habe. Aber es ist, war doch anders. Der Kompass hat mich belogen. Der gemeine Kompass. Heatsink. Assembler. Assemble! Assemble! Der idelt hier. So. Und du auch noch. Ich will einfach nicht auf Dächer zu bauen. Wie mein neues Ding jetzt. Wer hätte das gedacht? Warum ist der orange? Achso. So. So, jetzt sind wir auch gleich fertig hier. Dann ist das wenigstens alles richtig. Ja, Wasser ist noch ein Thema auf jeden Fall. Aber keins, das mich jetzt direkt tangiert. Ach, du machst die andere Fabrik. Sehr gut. Oh, oh. Meinst du mich? So. Ja. Ja. 7 Heatsink. Schön. Ich will mich um meinen PC bau. Wo es immer hieß, hier Luft irgendwie ablassen. Das brauchst du ja nicht. Schön für Kühlung sorgen, aber ja. Nee. Einfach Deckel drauf und gut ist. Das brauchen wir nicht. Ja. Hammer. So. Na Freunde, wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. So. Dann. So. Und. Da kamst du einfach gerade vorbei geprescht. Ja, ich sehe gerade eine gelbe Schnecke, die hier rumlungert. Echt? Oh, schnell daher, nicht, dass sie wegläuft. Guck mal, wie sie rennt. So, das Dach ist auch fertig. Yay, das ist auch fertig. Oh, sieht da so viel schöner aus. Ich habe sie mir geschnappt. Gut. Ey, wolltest du mir jetzt hier deine Dings da zeigen, oder ja, was? Ja, auf geht's. Oh Mann, ich könnte niemals mit Nils spielen. Der würde mich in den Wahnsinn treiben. Sagt Marcel. Aber ist es für euch auch so? Oder? Nein. Ich könnte niemals mit Nils spielen. Der würde mich nur in den Wahnsinn treiben. Nils, wollen wir mit dem Zug fahren? Ich könnte nicht mehr ohne Nils spielen, um ehrlich zu sein. Oh ja, das ist... Oh. Ich brauche das mittlerweile. Komm Nils, du darfst vorne fahren. Du musst aber rechtzeitig bremsen, sonst haben wir ein Problem. Ich muss erstmal noch grinsen, weil ihr so lieb wart. Was? Oh, warte, ich komm runter. Nein, Crash, Crash! Oh Gott! Nee, sie haben mich doch nicht verlassen. So. Was? Na toll. Aber was hab ich denn jetzt zu verantworten an dieser Nummer? Ich weiß es auch nicht. Ja, denke ich mir noch aus. Wo bist du denn? Ach, da oben bist du noch. Denke ich mir noch aus. Ey, können wir uns mal darauf einigen? Ich will dir nicht da reinfuschen, aber das ist doch... Muss das hier so hässlich sein, oder? Nee, das wird nur abgerissen. Ich wollte nur erstmal auf deinen Feedback-Button, ob das so für dich dauert. Ach so. Naja, ich meine, das ist ja funktionabel. Weil, und ich zeig dir mal, wie das schön aussehen könnte. Ja. Ich habe es hier vorne schon mal gemacht. Folgen Sie mir bitte. Es gibt ja diese Pylonen, ne? Diese... Genau, Dragon Lee hat mir da eine wunderschöne Konstruktionstechnik gezeigt, die so aussieht wie das hier. Ja, die Skin. Muss mal kurz runterkommen. Was ich ganz interessant finde. Hier diese. Ja, genau. Die wollte ich eigentlich eben auf dem Dach auch benutzen. Ich habe aber diese richtig massiven genommen. Diese da, genau. Naja, die kleinen. Die Small Concrete Pillars. Aber ganz kurz. Ja. Kann man die da auch richtig raufsetzen oder muss man das nachher kosmetisch machen?
Ja, das Prinzip ist leider ein bisschen kompliziert, deswegen sind die alle noch da. Man muss erst so eine Zweier-Foundation bauen. Oder hatte ich im besten Fall hier schon. Also hier sitzt noch, einer, warte, ich mach den mal weg. Wo bist du? Würde ich hier quasi einen Zweier hinsetzen. Wo bist du gerade? Ich bin unter dem Zug, bin ich gerade, und fuhrwerke hier rum. So, hier. Würde man quasi hier Zweier-Fundament hinsetzen. Ups, zu hoch. Andere Seite. Da unten hin. So. Okay. Da würde man quasi dieses Small Pillar nehmen. Dann darunter genau in der Mitte nach unten ziehen. Da würde man dann oben diesen Knauf setzen. Ja, okay. Ja, genau. Und dann hat man genug Platz und den. Hier ist das gute Stück. Ja, ja, diesen Knauf. Den Support. Den kann man jetzt hier drauf setzen. Ist alles ein bisschen kompliziert. Es sieht aber schon ziemlich cool aus. Es sieht sehr, sehr viel besser aus. Dragon Lair, sehr, sehr guter Tipp. Es ist natürlich schade, dass das nicht von vornherein so geht, weil das sieht ja wirklich fast so aus, als wenn das einfach auch so gedacht wäre mit den Schrauben und so. Ja, ist richtig. Aber sehr, sehr, sehr gute Idee. Sieht deutlich besser aus. Ah, da würde ich das beim nächsten Mal vielleicht noch alles ersetzen. Entsprechend an richtigen Positionen ansetzen. Man kann die schmalen Säulen doch mittlerweile direkt von unten an die Schienen spaxen? Was ist das doch kein Wort, oder? Ja, stimmt, man kann das. Nennt man das so? Das würde aus. Man kann die schmalen Säulen doch mittlerweile direkt von unten an die Schienen spaxen? Ist das Wort spaxen? Ist das ein Wort? Das ist mir noch nicht geläufig bisher, aber ich lerne auch gerne mit. Aber stimmt, man kann dies auf Small Pillar setzen. Da hat man natürlich nicht diesen Support. Der würde dann fehlen an der Stelle. Spaxen. Flanschen halt. Flanschen. Also das geht da nicht mehr. Spaxen, so Schrauben, okay. Ja, ey, gerade wollte ich... ich habe mich doch gerade erzählt, dass ich einfach handwerklich sehr... begabt bist. Ja. Ja gut, das ist ein Thema für wann anders. Ja, die an mich die Erwartung haben, dass ich weiß, was das bedeutet. Sag mal, wir machen ja bis 8 heute, ne? Ja. Ja. Die Zeit ist schon wieder geflogen wie so ein Albatros, oder? Ja. Deswegen setz schnell den Zug in den, wo ich gerade drin bin. Halt, das ist der falsche. Der hintere. Der da? Ja, genau. Der hier in der Enge steht oder in der. Hier unten da. Oder was meinst du? Ja, genau. Der, ist schon vorderen voll. Zug. Ja, in der vorderen. Ja. Okay. So. Und jetzt? Ich muss aber sagen, ich bin vergleichsweise zufrieden mit der. Oh, mit meinem Fortschritt heute. Ich mach gar nichts gerade. Das freut mich. Du warst ja auch so, du wirktest auch irgendwie sehr konzentriert und progress-orientiert. Ja, ich habe heute mal, die letzten Folgen für mich war so ein bisschen Luft holen. Mhm. Und heute habe ich mal den Sprung gewagt. Bei mir war es genau umgekehrt. Letzte Folge war wirklich knallhart Effizienz bauen. Und heute habe ich mir mal ein bisschen Zeit genommen, was Schönes zu machen. Also es gibt kaum ein Spiel, bei dem die Zeit so fliegt wie bei diesem hier. Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Ja, dann stell mal auf von Autodrive auf Self-Drive um. Obwohl. Fährst du jetzt? Ich habe gar nichts angefasst. Okay, dann machen wir doch Self-Drive. Ich muss da anscheinend bei mir auch noch umstellen. So, das ist jetzt hier doppelgleisig, wie du schon sagtest. Wunderschön. Krass, das ist so alles gebaut. Jetzt quasi Kohle. Ja. Von hier sieht man das Dach auch nochmal schöner. Ja, das stimmt. Das sieht. Oh, muss man einen Screenshot machen für die Folge. Boah. Das ist eine sehr gute Idee. Tschut, tschut. So, ist eigentlich ganz geil. So, ein paar Screenshots zu machen. Dann freut sich Bobby. Ui. So, und hier kommt jetzt voll, weil ziemlich viele Züge hier fahren. Das ist so ein bisschen Stresstest. Wie viele Züge können wir auf einer Strecke fahren lassen? Alter, Hammer, ey. Wer ist denn Bobby? Das ist unser Thumbnail-Creator. Kreator des Thumbnails. Kreator. Ey, da fährt eine einzelne Eisenbahn. Die cruist einfach durch die Gegend ohne Sinn und Verstand. Einfach weil sie Spaß dran hat. Nur kurz warten, bis die wieder nachgerückt sind, alle. Was machen die denn da? Die können auch gar nichts machen. Ja, das ist zum Stresstest. Wie viele Züge kann man hier drauf fahren lassen gleichzeitig? Ach so. Ohne dass es Crashes gibt. Du machst einen Stresstest und die sehen so glücklich aus. Guck mal, wie so kleine, als wenn das so Welpen sind. Wir sind die Mutter und das sind die Welpen. Die spielen alle, ja. Achtung, Crash-Alarm. Wieso? Oder? Nee, der hält an. Ach, das ist eine Abkuppel. Hinter uns ist ja ein Signal. Genau, ach, überall Signale, ja so damit geil. Der bloß nichts aufeinander crashen kann. Dann auch mal hier, vielen Dank an, wer war's? Scroll. Ah ja, WoW-Kunke hat mir tatsächlich dabei geholfen.
Kunge, nicht Kunga. Und Dragonlee natürlich auch. Jetzt kommt die neue Kohle hier raus. Das ist ja Hammer. So, die wird jetzt hier reingeladen. Hinter uns wartet schon der nächste Zug. Und das, jetzt was raus. Transportiert ihr jetzt? Kohle? Kohle, genau. Braucht ihr denn noch Kohle. Welche? Ja. Ja, das hatten. Ich hab's quasi modernisiert, die bisherige Kohlelieferung. Also die gab's vorher schon. Und rechts ist, wo du her. Oder wo es zurück zur Basis geht quasi. Zum Hub. Geht's rechts lang? Ey, das ist schon so krass. Also das. Das sind ja so, eigentlich so viele Spiele in einem Spiel. Jetzt ist quasi Zugsimulator, ja. Kennt ihr noch, nee, kennt ihr nicht, aber es gab früher mal so ein Spiel, das hieß Transport Tycoon. Natürlich kenne ich Transport Tycoon. Kennst du noch? Sehr viel gespielt, klar. Und das ist jetzt eine Fortsetzung davon. Ich hatte das irgendwann mal, also das grafisch ist das ja einfach ein kompletter Brei. Dass man da überhaupt früher was erkannt hat, ist einfach, kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Und das habe ich mal irgendwann, das ist ja, weiß ich gar nicht, wie alt ist das, Anfang 90er oder so? Und dann habe ich das irgendwann mal, es war so Mitte der 2000er, da bin ich auch mal viel so gependelt. Und dann habe ich da auf meinem, hatte ich noch so ein kleines Netbook. Kennt ihr noch, wisst ihr noch, dass es früher Netbooks gab? Ja, klar, hatte ich auch. Kleiner als ein Laptop und so. Und da habe ich dann im Zug immer Transport Tycoon gespielt. Das macht so viel Bock. Ach, super, ja. Das ging und so ein Transport Tycoon Remake, aber so wie das jetzt hier, weißt du? Achso, in 3D. Gibt es tatsächlich gerade schon. Ja, es wird gerade entwickelt. Gibt eine Alpha dazu. Ja. Krass. Zu einem Satisfactory Transport Tycoon Mix. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Das weiß ich gerade den Namen nicht. Aber es gibt auch geistigen Fortsetzungen namens Transport Fever, sogar aus Deutschland. Auch ein sehr gutes Spiel. Macht sehr viel Spaß, das Spiel. Transport Fever. Ja, es macht schon sehr Bock. Oder Train Fever, wie es vorher hieß. Die haben da schon 3 Teile rausgebracht. Und es gibt, wie gesagt, noch einen neuen Teil, der wird gerade entwickelt, der tatsächlich Satisfactory und Transport Tycoon ein bisschen vereint. This is a Satisfactory. Wild und geheimnisvoll. Das ist Satisfactory. So. Gut, ich habe noch 2 Minuten Zeit. Das war's der. Ja, achso, warte, ich steige aus. Das war schon. Hammer, ja, das finde ich super. Als letztes müssen wir noch. Es wird auch bei hier im Chat vehement gefordert, weil jetzt. Ja. Menschen, die eh schon sagen, sie würden wahnsinnig werden, wenn sie mit mir spielen, noch wahnsinniger werden, wenn ich nicht gleich noch eine Kiste hinter diese Superframes baue, weil die sich nämlich dann irgendwann stauen und nicht mehr nachgebaut werden. Das mache ich schnell noch. Das müsste doch hier irgendwo. Oder hast du da noch irgendwas gemacht? Hier. Nee. Warte mal. Die habe ich doch hier eigentlich wieder raus. Hast du da irgendwas gemacht mit dem Laufband für die Dinger? Laufband für die Dinger. Hast du die. Warte mal. Also für diese mega geilen Frames, die wir hier gebaut haben, hast du die. Ja, die führe ich gerade in eine Kiste. Ach, das machst du schon. Ja. Sag das doch. Ja, Ey, hier kommt's an. Oh, ich war halt gerade. Quasi beim Bahnhof in diese Kisten hier. Ich stehe gerade auf der Kiste drauf. Ja, Hammer. Nee, dann ist das doch. Kisten hier. Hier, es müssen die alle drin sein. 16 Stück aktuell. Und diese Drohne da, also macht die irgendwas überhaupt? Die Drohne müsste dann von Florentin wieder losgeschickt werden, damit die wieder ankommt. Und, okay, das ist jetzt, wo hast du das jetzt hingebaut? Wo kommen die rein? Hier, in den dritten müsste ich drin sein. Ja, genau, hier drin. Was? Steht gerade drauf, auf dem Container. Oder dir. Wo ich draufstehe. Alter. Da! Da kommen die rein, oder was? Ja, die fließen einmal durch quasi. Da. Und da sind sie drin. 66 haben wir, okay. 66? Oh, doch ein bisschen mehr als gedacht. Okay, ja, doch, läuft ja. Ja, nur klar läuft das. Fliegt gerade nicht. Und deswegen ist alles auf Stillstand. Wieso ist es auf Stillstand? Achso, weil die bringt irgendwas, was die wir brauchen. Die bringt das Nitrogen Gas, oder? Das können wieso wir jetzt. Fliegt die denn nicht? Weil wir müssen die nochmal hierher ordern. Was wir aber vom Ausgangsport machen müssen. Und dann hast du hier. Ich habe schon mal einen Lift hochgebaut, ja. Und alle Kiste anscheinend vergessen. Ich sammle die mal ein. Schade, dass hier ein Knick drin ist. Ja, bis du was Schöneres gefunden hast, habe ich das erstmal gebaut, damit es überhaupt läuft, theoretisch. Hier ist super. Alles voll, ja, gut. Komm ich hier rauf? Schwierig. Ja, sehr gut. Nee, das ist doch super gut. Und dann. Hey. Ah ja, okay, perfekt. Hammer, ist doch super.
Aber dass die Drohne nicht fliegt, also das. Ja, das war wahrscheinlich, weil kurz die Verbindung weg war zu Florentins Pod wahrscheinlich. Ach so, weil wegen des Dachs oder wie? Und deswegen. Ja, genau. Deswegen müssen wir die nochmal neu anfordern jetzt. Achso, dass wir die einmal. Okay, verstehe. Ja. Aber klappt das jetzt oder muss ich da noch was machen? Du musst dann wahrscheinlich einmal hin, ja. Mhm. Leider. Geht wohl nicht anders. Oder wir kriegen das selbst ferngesteuert irgendwie, aber ich vermute nein. Die Drohne ist quasi jetzt gerade bei Florentin gelandet und muss quasi wieder losgeschickt werden. Das ist das Problem. Ach so, okay. Die ist jetzt da wieder, okay. Oder warte, ich kann es vielleicht doch einstellen. Drohne. Hier sehen wir das andere Dach. Ach doch. Ah, fliegt doch los. Ich glaube, es funktioniert schon aus. So Leute, wir haben Heatsinks. Oh, stark. Ernsthaft? Wow. Wir haben Heatsinks. Wirklich um 20 Uhr. Wahnsinn. Aber richtig viele. Wieder was erreicht zum Ende. Ey, wenn wir jetzt hier die hässlichen, das ist schön, diese hässlichen Platten noch wegmachen und so. Doch, das gefällt mir. Hast du auch gut gemacht, Nicola. Danke. Gleichfalls, das Dach sieht sehr cool aus, ja. Ey, Florentin, wir kommen dich irgendwann mal besuchen. Oh ja, muss ich noch kurz aufräumen. Ich hab... Ja. Wehe, der Vermieter lässt euch rein. Ja. Muss ja erstmal schön aufräumen. Aber können wir gerne machen. Aber Heatsinks selber, ich weiß gar nicht. Sind, glaube ich, relativ nutzlos. Aber die werden in den Cooling Systems. Ich weiß noch, ich glaube, da waren wir sogar zu zweit unterwegs, Nils. Da haben wir einen Container gefunden, haben uns richtig gefreut. Und da vor dem Container lag ein Heatsink. Und wir dachten, wow, ja. Was ist das? Was muss das sein? Und ich weiß, den haben wir damals noch extra in die Kiste getan. Ja. Weil wir gesagt haben, ja, das, da, irgendwas, das muss was richtig Krasses sein. Damit können wir alles kühlen oder so. Und jetzt habe ich irgendwie gerade die 30 pro Minute angeschlossen oder so. Oh Mann, ey. Ach, diese schöne unschuldige Zeit. Die wird nie wiederkommen. Irgendwann werden wir auch wie Nesis sein. Und Nase rümpfend. Einfach, ja, baut das nicht, da kriegt ihr gleich eine neue Festplatte. Lohnt sich nicht. Lohnt sich ja, nicht. Direkt einfach, okay, gut. Braucht euch gar nicht freuen darüber, also. Ja. Aber das ist doch wunderbar. Herrlich. Also es ist krass, wie komplex das alles ist mittlerweile. Wahnsinn. Gut, ich glaube, jetzt ist es 20.05 Uhr. Ich weiß gar nicht mehr, wer, aber irgendwer von euch muss ja los. Deswegen, vielen lieben Dank, Freunde. Das war auch heute wieder ein großer Spaß. Wir finden uns zusammen einfach, ne? Auf jeden Fall, wir finden uns zusammen. Haut rein, habt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ebenso. Ciao, ciao. Ciao, Leute. So, Freunde, das war's. Die Heatsinks stehen. War mal wieder eine Durchpower-Folge. Sorry, ich bin da teilweise auch echt so im Tunnel einfach, dass ich das jetzt auch einfach mal fertig kriegen wollte, weil sonst geht das nie voran. Und jetzt haben wir Heatsinks. Ich finde, ich habe das Stockwerk hier sehr schön ausgenutzt. Also dafür, dass es ein schmales Stockwerk war, glaube ich, haben wir wirklich das Beste draus gemacht. Und wir müssen beim nächsten Mal auf jeden Fall schauen, dass die Wassersituation verbessert wird. Und ja, Wasser ist ein Problem, aber das kriegen wir alles hin. Ne? Machen wir einfach mehr Pumpen, mehr Extraktoren und jetzt haben wir Heatsinks. Geil! Das heißt, wir haben jetzt Heatsinks, wir haben jetzt Rubber, haben wir auch schon. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die 4 Fabriken für die Cooling Systems und dann haben wir die fucking Cooling Systems. Da wird dann beim nächsten Mal auf jeden Fall ein neues Stockwerk gebaut. Ich hätte auch wieder Lust, mir mehr Gedanken zu machen über ein Transportsystem. Logistik innerhalb der Fabrik. Ich glaube, hier habe ich jetzt überhaupt gar keinen Platz gehalten, wo irgendwie Röhren rauskommen sollten oder so. Aber läuft. Und guck mal, hier hinten werden die ganzen Copper Sheets hergestellt und die fahren dann bis hierher und werden dann hier schön weiterverarbeitet. Ja, es gibt hier ein paar hässliche Stellen, klar. Aber Hauptsache es läuft. Leute, vielen Dank, haut rein. Wir sehen uns später nochmal für WoW. Dann sind die Drops auch aktiviert. Da freue ich mich drauf. Bis dahin mache ich noch eine kleine Abendpause, esse noch ein bisschen was und schicke euch in der Zwischenzeit mal schön weiter, denn es gibt Fantastisches zu erleben heute natürlich den ganzen Tag.
Und falls ihr Bock habt, sehen wir uns später wieder, wenn es weitergeht, ungefähr so um 21.30 Uhr, sowas in der Richtung. Und in der Zwischenzeit schicke ich euch mal rüber zum lieben Donny. Hab da nochmal eine kurze, schöne Abendpause und dann, wie gesagt, wer möchte, kommt gerne vorbei für die Drops und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Satisfactory. Wir sehen uns demnächst wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.